Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 161. Mein Name ist Jörg und ich begrüße euch aufs Herzlichste. Die letzte englische Woche für dieses Jahr ist geschlagen. Ich habe keine Ahnung, ob es die 13. oder die 97. war, aber vielleicht kommen wir im Laufe der Sendung noch drauf, denn wir haben doch das ein oder andere Thema, ein paar Veränderungen innerhalb der SGE, die vergangenen Spiele, das letzte Spiel am Wochenende und so weiter und so fort. Und das Ganze mit dem Pommeslutscher dieser Welt, dem Mulemeister Moinsen Markus. Die Pommes sind fertig gelutscht, mein Freund Moinsen Jörg. Das ist schön. Hoffentlich hast du dich nicht dabei verkühlt und fehlst irgendwie aus, weil das wäre traurig. Egal. Lügt doch nicht. Eh nicht. Der Frank ist mit Sicherheit einer, der die Pommes ganz regulär herstellt und das fragen wir ihn gleich. Gute Frank. Einen schönen guten Abend. Meistens gibt es bei mir Pommes aus dem Backofen. Oh. Okay, vielleicht gibt es noch eine dritte Variante, wie man Pommes machen kann. Das kann uns unser Korkoloris-Mensch erzählen, der Thorsten. Servus, Korken. Servus zusammen. Nee, ich werf die im Modell Mule in die Heißluftfritteuse und es ist leider geil. Ach, also Heißluftfritteuse ist so unnötig. Aber frittieren tut keiner. Nein. Auf Deutsch gesagt. Doch, also Heißluftfritteuse, ja, Öl. Heißluftfritteuse ist das Geilste, was es gibt. Pommes sind so richtig schmatschig aus dem Backofen. Aber der Heißluftfritteuse, wenn sie richtig gemacht sind, sind sie knusprig und gut. Knüppel so hat innen es. Hat außen nass. Dann darf ich dir sagen, da kommt es offensichtlich stark auf den Backofen an, weil in meinem Backofen werden die trotzdem. Ich habe ja zum Beispiel auch einen, der hat ein spezielles Pizzaprogramm. Pommes weiß ich jetzt gar nicht, aber funktioniert eigentlich ganz gut so. Kapitalisten-Backofen wahrscheinlich. Kostet so viel wie ein Mittelklasse-Audi. Nee, der war in der Küche schon dabei. Die Küche hat dann 50er gekostet, aber das war schon mit drin. Genau, kostenlos mit dabei. Genau. Ist genau dieser Irrglaube, wo jetzt alle rumlaufen mit, also ich kaufe mir jetzt Akku-LEDs, weil die verbrauchen ja keinen Strom. Und dann konfrontiere sie mal mit, aha, und wie lädst du die? Genau. Kinetische also, Energie beim Laufen praktisch. Es ist wie das neue iPhone 14, das brauchst du nur einmal aufladen und dann hast du ewig Strom. So wird es ja auch da irgendwie werbetechnisch gemacht, komplett schräg. Aber gut. Sonst geht's euch anscheinend gut, wie man hört. Nämlich an. Wie soll's einem denn als Eintracht-Fan im Moment sonst gehen, ehrlich gesagt? Außer geil. Also ich meine, das ist komplett surreal. Es ist sehr, sehr seltsam. Also ich habe die Bilder von gestern Abend immer noch vorm Kopf. Oder im Kopf oder vorm Auge. Das Wenn war du schon so einen Formkopf hast, solltest du den Zettel abhängen. Nee, aber das war echt heftig. Ja, kommen wir ja dann sowieso noch drauf. Wo am Schluss das Hugh Jackman-Foto vor dem Gesicht hat, als er seine Freundin trifft. Dann hat sich das in die Stirn getackert. So stelle ich mir das gerade vor. Eine Fantasie habt ihr ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, das Schlimme ist, das ist bei dir gar nicht unwahrscheinlich. Das ist der schlimmere Teil da dran. So ein Idiot, echt. Ach, der österreichische Penner, der geht mir schon wieder auf den Sack. Eine Mule hat einen 6er Dübel genommen wahrscheinlich. Schön mit dem Akkuschrauber reingejagt, Herr. Bisschen blöd, ich habe einen Presslufttacker. Das geht. Wupp. Vorne rein und hinten raus, wo nichts drin ist, rutscht das Ding durch. Und was machst du dann? Ja, das ist problematisch, das ist richtig. Da, zack, habe ich hinten die Wand mitgetackert. Das ist immer doof. Wo wir wieder bei dem Babsack-Podcast wären mit, guten Tag, ich habe da ein Problem mit meinem Bolzenschutzgerät. Und meinem kürzlichen Darmausgang, ja. Genau. Ja, gut, fangen wir mal an. Sonst wären wir hier nie wirklich fertig. Frank, es wurden 3 Fritz-Walter-Medaillen vergeben. Das ist korrekt. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist das überhaupt, gell?
Also tatsächlich, gut, manche fragen sich nicht. Vielen Dank fürs Mitspielen. Also die Fritz-Walter-Medaille, nur mal kurz gesagt, für die, die es nicht zufällig wissen, so das heute gelesen haben. Es ist ja von der Eintracht sehr, sehr breit auch kommuniziert worden. Die Fritz-Walter-Medaille wird jährlich verliehen, dieses Jahr allerdings für die Jahre 2021 und 2022, weil es pandemiebedingt letztes Jahr ausgefallen ist. Und zwar für Nachwuchsfußballspieler, sowohl männliche als auch weibliche in der Klasse U19 und U17. Und tatsächlich haben 3 Frankfurter Spieler, besser gesagt ein Spieler, 2 Spielerinnen, diese Medaille abgegrast. Es gibt sie in Gold, in Silber und in Bronze jedes Jahr in der jeweiligen Kategorie U19, U17 männlich und U19, U17 weiblich. Und jetzt muss man dazu sagen, es ist ein bisschen trampesk, das zu behaupten, weil männlich U19 im vergangenen Jahr hat Silber Ansgar Knauf gewonnen. Den haben wir uns heute natürlich mal schön einverleibt. Selbstverständlich hat er 2021 noch nicht für die Eintracht gespielt, sodass das natürlich ein geliehener Titel ist, weil der natürlich da noch bei Dortmund war. Aber das Entscheidende dabei ist, dass du, je nachdem, welche Klasse der Medaille du gewinnst, der Ausbildungsverein Geldpreise bekommt. Und zwar mehrere 10.000 Euro. Und das finde ich eine feine Sache, insbesondere im Mädchen- oder Frauenbereich in dem Fall. Weil wir ja nun alle wissen, nach dem, was wir hier regelmäßig diskutieren, dass die Ausstattung der Damen eine andere ist finanziell als die der Herren. Und ich glaube, da ist so ein Geldregen im fünfstelligen Bereich auf jeden Fall gerne genommen. Bei den Damen haben gewonnen in diesem Jahr in der Kategorie U19 die Carlotta Wamser, die auch schon für unsere Bundesligamannschaft aufgetreten ist und ansonsten in unserer zweiten Mannschaft spielt. Und die Jella Veit, die hat sogar Gold gewonnen. Die Carlotta Wamser hat Silber gewonnen und die Jella Veit hat die goldene Medaille gewonnen. Und das finde ich absolut großartig. Zeigt zum einen, wir haben junge, talentierte Spieler in unseren Reihen. Da zähle ich jetzt Ansgar Knauf wieder mit dazu. Den haben wir ja mittlerweile in unseren Reihen, zumindest für den Moment. Und ich finde das super, dass das da gefördert wird. Und wie gesagt, 3-mal dieses Jahr. Was ich recht lustig finde, ist, dass du bei uns ins Sendungsprotokoll reingeschrieben hast, wahrscheinlich Copy and Paste, Silber, Ansgar Knauf, Jahrgang 2003, weiblich U19 Juniorinnen. Oh, warum denn auch nicht, ne? Man muss ja divers sein das heutzutage. Das schiebe ich dann auf die Eintracht, weil ich habe ja den Originalartikel verlinkt. Also von daher, ich hab's nur rauskopiert. Tatsächlich ist es natürlich genau falsch rum. Ja? Also männlich, Jahrgang 2002 ist Ansgar Knauf. Wobei, nee, stimmt doch. Du musst die Zeilen nur anders lesen, von dem, was ich kopiert habe. Die Zeilen anders lesen, ah. Sei froh, dass wir alle lesen können. Er hat halt nur einen Namen vergessen. Es fehlt nur der dritte Name. Der Ansgar Knauf gehört trotz der Leerzeile, mein lieber Jörg, einfach noch oben hin und dann stimmt's auch. Ja, lass mich doch. Oh nein. Ja, aber lass das verstehen doch die Leute da draußen jetzt gar nicht, Menschenskind. Wir können ja ein Screenshot machen und raushauen. Ich versteh's ja nicht mal, wenn ich's lese. Ich sag's mal so, wenn ihr 160 Mal trotzdem zugehört habt, macht euch das jetzt auch nichts mehr aus, danke. Über 160 sogar. Naja, aber wenn sie bis heute 160 Mal zugehört haben, dann, ne? Ach, dann habt ihr eh einen Schaden. Genauso wie wir. Das gleiche Boot, nur andere Leute rudern. So, woher... Ja, da im Chat, Almighty hat es jetzt gerade reingeschrieben. Alle, die das jetzt nicht wissen, dann müsst ihr bei uns im Discord-Channel sein, dann wüsstet ihr das jetzt. So schaut es nämlich aus dem Schneckenhaus. Genau, da hättet ihr eine wunderschöne Aufstellung der Preisträger, schön sortiert und man weiß genau, was zu wem gehört. Guck, Frank, so macht man das. Ja, auf jeden Fall mal schauen, vielleicht finden wir noch raus, wie viel Kohle man da wirklich kriegt. Weil irgendwo wird das ja wahrscheinlich stehen, beim DFB wahrscheinlich. Und ich hab gesehen, dass der Ansgar, glaube ich, 15.000 Steine dafür bekommen hat. Nein. Nein, der für der die Verein. Ausbildung eines geehrten Ach so, die Spielers Ausbildung. Verantwortliche okay. Verein bekommt das Geld. 20.000 für Gold, 15.000 für Silber, 10.000 für Bronze.
Das ist. Da kannst du schon mal ein bisschen was machen oder es nach. Also, wenn du es in den Nachwuchs steckst, da ist das ja wenigstens noch was wert. Zumal die Carlotta Wamser hat den schon das zweite Mal gewonnen. Denn 2020 hat sie bei den Juniorinnen immerhin Bronze gewonnen und diesmal Silber. Also sie hat schon das zweite Mal zugeschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Und weil du erst schon so in der Richtung der Damen unterwegs warst, da gibt es jetzt auch eine personelle Veränderung. Und zwar ist Katharina Kiel neue technische Direktorin bei den Eintracht-Frauen. Sie hat ja auch früher bei den FFC-Damen gespielt und übernimmt quasi einige Aufgaben von Sigi Dietrich, der ja aus gesundheitlichen Gründen Mitte Oktober von den Ämtern zurückgetreten ist. Und die ganzen Aufgaben der sportlichen Leitung übernimmt Nico Arnautis, der Trainer, mit dazu. Könnte vielleicht sogar Vorteile haben, was auch so Transfers und sowas angeht. Könnte ich mir vorstellen. Mule, wie siehst du das? Könnte das unter Umständen vielleicht solche Geschichten wie Transfers erleichtern? Oder glaubst du, vielleicht kann das mit dem Trainer sein und gleichzeitig andere Sachen dazu machen, zu viel werden? Ja, Mule, du warst schon gemeint. Sorry, ich war gerade gemutet, es tut mir leid. Ach Gott. Ich habe dir auch ehrlich gesagt gerade gar nicht zugehört, weil ich dachte eigentlich, der Frank ist in seinem Element und ich muss gerade nicht zuhören. So ein Scheiß aber auch. Du wolltest darauf ansprechen, dass unser Damentrainer jetzt auch Aufgaben im Direktorenbereich übernimmt. Genau. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich stelle mir das durchaus schwierig vor. Ich denke, mit seinen Trainingsarbeiten hat er schon eine ganze Menge zu tun. Gerade mit unserer Abwehr, wie wir sie momentan haben, die müsste aber noch ein bisschen stabilisiert werden. Aber Gott, ich weiß ja nicht, was er an Arbeiten da übernimmt oder ob tatsächlich die Katharina Kiel dann das meiste übernehmen wird. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass die beiden zusammenarbeiten letzten Endes, weil unter anderem das Kadermanagement wird bei ihr liegen, aber das macht sie ganz sicherlich, so wie das bei uns der Krösche auch zu einem gewissen Anteil zumindest mit Olli Knasner zusammen machen wird, werden die beiden das auch zusammen machen, könnte ich mir vorstellen. Korken, hast du irgendwie eine Meinung dazu? Oder ist dir das einfach so wie dem Mule wurscht und du hast auch nicht zugehört? Nein, ich habe selbstverständlich zugehört und wurscht ist mir das nicht, weil ja irgendwie natürlich mit dem Abgang von Sigi Dietrich da ein gewisses Vakuum kurzzeitig da war. Deswegen bin ich für meinen Teil irgendwie erstmal halb froh, dass das Loch gestopft ist, auch wenn man die Lasten umverteilt unterm Strich. Ich meine, wenn man sich so anschaut, was die Katharina Kiel so gemacht hat, selbst gekickt, als Unternehmerin unterwegs gewesen im Sportbereich. Also die, so was man so liest, scheint sie da ein ordentliches Know-how mitzubringen für eben die Organisation. Frank, du sagst, das ist gerade unter anderem Kadermanagement und. Ich denke, dass das gut passen kann. Und ich denke auch, dass der Nico Arnautis da in Rücksprache mit ihr eine Kaderplanung vorantreiben wird, genauso wie das ein Olli Glaster mit Krüscher auch macht. Hab's dir ja auch gerade gesagt, Frank Mule, es war ja auch euer Wording. Also das passt für mich. Ich finde halt die Branche, in der sie unterwegs ist, so interessant, weil das vielleicht eben nicht nur was ist, wovon die Frauen partizipieren können. Sie hat ja sich selbstständig gemacht, nachdem sie verletzungsbedingt mit 25 schon ihre Karriere beenden musste. Im Bereich der Sportphysiologie, wenn du so willst, also Bewegungsablaufsanalyse und solche Dinge. Und wenn du mal guckst, die Jungs rennen ja dann und genauso auch die Damen rennen ja mit diesen Haltern rum, wo die diese Analysegeräte haben, wo du genau die Laufwege verfolgen kannst, wo du genau siehst, wie viele Kilometer sind das. Deswegen sehen die das ja praktisch live auf dem Feld, wie viele Kilometer einer tatsächlich auch gelaufen ist oder eine der Spielerinnen. Und offensichtlich ist sie ja genau in diesem Feld eben unterwegs. Und das finde ich schon mal hochspannend, weil wenn du dir anguckst, wie auch der Frauenfußball mittlerweile von der Athletik, von der Dynamik, von der Strategie auch und von der ganzen Taktik sich dem Männerfußball
natürlich auf einem etwas anderen Niveau, aber trotzdem annähert. Ich sehe da absolute Parallelen und ich glaube, dass der Unterschied eben dann darin bestehen kann, dass du eine gute Analyse machst und versuchst, auch solche Aspekte und Dimensionen mit einfließen zu lassen. Da kann sie uns, glaube ich, echt stark helfen in dem Zusammenhang. Ja, das hilft ja auch mit Sicherheit. Hilft mit Sicherheit auch bei so Themen eben wie Kaderplanung oder sowas, weil wenn sie das sogar mit einem kleinen Team federführend analysieren kann, dann kannst du natürlich auch ganz schnell irgendwelche Schwachpunkte rausfinden oder wenn du mit dem Trainer redest und sagst, naja, ich hätte ganz gerne auch das und das und dann kannst du halt selber schnell analysieren, muss ich jetzt jemanden kaufen für die Position oder verpflichten für diese Position oder reicht es, wenn ich jemanden hole als Backup und jemand bestehenden aufbaue, spart ja, glaube ich, auch viele Kosten für irgendwelche externen Consultant-Geschichten oder sowas. Das darf man auch nicht vergessen. Die schwimmen ja aktuell noch nicht in so viel Kohle. Ja, ist tatsächlich so. Auch wenn du dir die Marktwerte anguckst, ich nehme jetzt mal eine Sjoke Nüsken raus, ja, die jetzt auch in der Nationalmannschaft spielt, die wirklich eine Leistungsträgerin bei uns auch ist, die hat einen Marktwert, wenn ich mich heute nicht verguckt habe, von 125.000 Euro. Was? Bitte? Also da ist noch reichlich Potenzial vorhanden, um was zu machen. Und ich finde es extrem stark, was die Eintracht da macht, weil auch diese Woche verkündet, dass die Frauen nämlich nicht mehr an der Sportanlage am Rebstock trainieren, für die wir im Übrigen Geld bezahlen mussten, sondern die trainieren jetzt, genauso wie die Herrenmannschaft, am Stadion, im Leistungszentrum, im Profizentrum und kann die komplette Infrastruktur vom Kraftraum etc. etc. dort nutzen, finde ich den absolut richtigen Schritt. Nicht nur um auch wirklich eine Augenhöhe und Integration hinzukriegen, sondern alleine denen diese Rahmenbedingungen zu schaffen, von denen wir sehr genau wissen, dass nur die wenigsten Vereine, ich nehme jetzt mal Wolfsburg, Bayern von mir aus und Hoffenheim meinetwegen noch, die überhaupt solche Rahmenbedingungen haben. Und ich glaube, das bringt was. Und dann hast du so kleine, feine Stellschrauben, wie dass da eben nicht mehr steht Profis und Frauen auf der Internetseite, sondern dass da eben steht Herren und Frauen, auch wenn sich das noch nicht durch die gesamte Navigation durchgeschwiegen hat. Also im Shop zum Beispiel klappt es noch nicht so ganz und auch an diversen anderen Stellen steht da noch Profis und Frauen. Aber zumindest mal der Anfang ist gemacht. Und ich glaube, die Eintracht, und das nehme ich allen dort ab, Axel Hellmann ist bei jedem Heimspiel am Brentanobad, wenn ich ihn dort sehe. Markus Krösche war am Wochenende da und hat Soffe Kleinherne zum 100. Bundesligaspiel eine Ehrung überreicht, etc. etc. Es sind so viele kleine Dinge und Gesten und Veränderungen, die genau in die richtige Richtung gehen, in meiner Meinung. Sodass ich sagen muss, die Eintracht macht da, glaube ich, vieles richtig und besser. Und das wird interessant, das weiter zu beobachten. Sie nehmen es zumindest sehr, sehr ernst, um sich nicht hinterher vorwerfen zu lassen, ihr wart so blöd und habt einen Absprung verpasst. Und das, finde ich, ist Stand jetzt einfach mal genau der richtige Ansatz, es so zu machen. Ja, das war ja großes Bedenken auch von uns mit, okay, wenn jetzt die Damen mit integriert werden, passiert das gleich wie damals mit der, U23, U21, U19, so mit, ja, es ist halt da, weil wir es halt da haben müssen. Oder wird das wirklich komplett integriert? Und weil wir jetzt gerade bei Marktwerten waren, laut Soccer Donna hat die Eintracht-Mannschaft aktuell ein Gesamtwert von knapp 1,2 Millionen. Also man müsste jetzt einmal genauer schauen, was jetzt andere Teams kosten oder wert sind. Schauen wir mal, also Wolfsburg ist ungefähr 1 Million mehr. Aber die sind eigentlich auch noch in einer anderen Klasse unterwegs. Jo. Also ich glaube, dass wir da schon auch anhand des Tabellenplatzes dort auch ja, von den Kaderwerten ungefähr einsortiert sind. Aber Frank, du wolltest noch irgendwas einwerfen. Jetzt sofort. Kein Frank mehr. Frank ist vom Stuhl gefallen.
Gut. Sorry, statt zu, ich war schon unmuted, sorry, ich mache gerade die Mule. Ihr habt ein Problem mit dem Mute-Button, oder? Wir wollen doch nur für eine Akustikhygiene sorgen und dabei geht's halt dann halt mal ein bisschen andersrum. Aber wenn du dann siehst, eine Sjoke Nusken, die wirklich wahrscheinlich dadurch, dass sie auch Nationalspielerin ist, noch einen der höheren Werte hat mit 125.000, dann kommst du über den Kader mit Sicherheit dann irgendwo bei diesen 1,1, vielleicht 1,2 Millionen raus. Und das ist doch irrsinnig. Also, was eine Zahl, ja? Der Eintracht, wie war das? Es kam doch jetzt, glaube ich, die Bewertung raus, international, was die Clubs an sich wert sind. Und da war die Eintracht irgendwie weltweit auf Platz 32 oder sowas. Nee, Quatsch, oder 13 oder 18, keine Ahnung. Ich habe die Zahl jetzt nicht. Mit irgendwie 600 Millionen oder sowas. Na, ich habe jetzt die Woche Eintracht, ne? Ich habe jetzt die Woche mal geschaut. Da gibt es ja auch dieses Ranking mit größter Fußballverein anhand der Mitglieder weltweit. Platz 14 und es fehlen noch 5.000 auf Köln. Weltweit. Wenn man jetzt diese Fußballvereine, da sind jetzt keine Alpenvereine und dieser ganze Scheißdreck mit drin, sondern Fußballvereine laut, ich glaube Stand Monat 6/22, Platz 14, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also okay. das ist schon, neben die letzten 5 Jahre, ein Sprung in allen Kategorien nach oben. Du brauchst nur schauen, die U19, wo wir geglaubt haben, Youth League, ja, die sind halt da, kriegen, weiß ich nicht, 6-mal auf die Fresse und dann war es das auch schon wieder. Ja, Bullshit. Playoff-Runde gegen die U19 von Alkmaar. Also das entwickelt sich aktuell an allen Ecken und Enden in die richtige Richtung. Und da kann man schon ein bisschen Angst kriegen. Und wenn wir auf die Liga jetzt schauen, da geht es ja auch, wie bei den Herren, immer weiter und weiter. Man eilt von Dreier zu Dreier. Also das ist schon schräg. Wenn man jetzt überlegt, dass ja jetzt Indeed verlängert hat, um weitere 3 Jahre bis 2026 pro Jahr 10 Millionen Euro plus maximal 2 Euro Boni, die mit rausspringen können. Und nicht nur für die Herren Profis, erste Mannschaft, sondern im U-Bereich werden Teams mit reingezogen, Eintracht Tech mit dem E-Sports-Bereich und auch die Frauen. Da müssen sie halt jetzt noch irgendwie das Thema mit Lotto Hessen lösen. Aber ab nächstem Jahr rennt alles, was irgendwo medial auch sichtbar ist, mit Indeed rum. Und das ist halt auch mal eine Ansage. War halt nur blöd, dass Ingrid nicht dabei war. Habt ihr diese PK gesehen? Also ich finde, dass du schon dieses Ingrid-Video, was 10 Minuten vor der PK veröffentlicht wurde, mein Mitblogger Uli schrieb da nur so, die konnten das Wasser nicht halten, als der Tweet rauskam 10 Minuten davor. Ja. Also ich finde ja, hatten wir das nicht in der Gruppe auch, weiß nicht, wer es gesagt hat, die wirkten alle so ein bisschen, als hätten sie vor der Pressekonferenz schon auf ihren gemeinsamen Erfolg ordentlich eingepischelt. Jetzt los. Ich habe das geschrieben, ja, dass die, also der Axel und der Frank irgendwas von Indeed haben das, glaube ich, schon zum Anlass genommen, kurz mal Hallo zu sagen. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt schon mal ein Statement, dass, also Indeed kam damals, 2017, glaube ich, war das, und hat irgendwie, es hat jeder so gemeint, ja, okay, das ist jetzt irgend so eine Larry-Bude, die kommt aus Amerika und ja, gebt uns den Schotter und da haben wir uns schon gefreut über die, ich glaube 8 Millionen waren es damals oder 6 Millionen plus Boni. Ja, und jetzt legen die halt nochmal einen oben drauf und ich habe das zwar nicht gewusst, ich habe das aber nochmal nachrecherchiert, nachdem ja der Indiz-Haberer gemeint hat, dass dieser Ingrid, wie dieser Charakter ja heißt, Eintracht-Fan ist. Ja, das ist eine gebürtige Hessin, die kommt aus Kassel und ist auch im wahren Leben Eintracht-Frankfurt-Fan und Mitglied. Da war sie schon davor. Also. Recht so. Das so genau so sollten das andere Vereine vielleicht auch mal machen.
Ja, jetzt hast du hier, ne? Es gab in dieser Pressekonferenz ja, finde ich, eine interessante Kennziffer, die da rausgehauen worden ist. Ich habe gestern Abend schon, als wir im Stadion beieinander standen, echt überlegen müssen, was das war. Da ging es irgendwie um das Thema Marketing Acknowledgement, also sowas wie Markenbekanntheitsgrad, die Reichweite. Genau. Und da sagte der nette Herr von Indeed, in diesen 5 Jahren Sponsoring mit der Eintracht hat die Marke Indeed es in Deutschland geschafft, von 16% Bekanntheit, Reichweite auf 50% zu kommen. Und damit ist dieses ganze Ding wirklich ein Win-Win für beide. Ja, ich meine, die schalten bei jedem Spiel, wo wir irgendwie im Fernsehen sind, schalten sie ja gefühlt auch Werbung. Also es ist ja kein Wunder. Das war auf Nitro schon so während der Europapokalsaison, dann liefen wir auf RTL in der Europapokalsaison. Und klar, für die ist das eigentlich eine super Geschichte, weil ich kannte die vorher nicht mal, bevor sie Sponsor bei der Eintracht wurden. Heute sind die letzten Endes in aller Munde, weil sie auf dem Trikot sind, weil das irgendwie mit Indeed als Bestätigung im Englischen natürlich einfach perfekt passt. Ingrid hat sich zu einer gewissen Kultfigur entwickelt, ja. Also klar, ich kann mir das gut vorstellen und ich finde, die sind auch ziemlich gut drauf und warum nicht? Sollte ja, du hast man das ja, nicht verlängern. Du hast ja auch auf Sky hin und wieder die Werbung dazwischen, wo dann Ingrid irgendwie, weiß ich nicht, anderen Leuten, die gerade angefangen haben, einen Job zu empfehlen. Und dann kommt dann quasi als Schluss davon Indeed, stolzer Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt. Ja, das hilft auch beiden einfach weiter mit Logo und allem drum und dran. Also mit quasi Indeed mit Eintracht Branding. Und genauso spielt die Eintracht das ja auch in die andere Richtung. Also das funktioniert einfach, weil sonst hätten die jetzt auch nicht gesagt, sie verlängern nochmal um 30 Millionen plus. Also so kannst du zumindest mal so sicher sein, dass du Handlungsspielraum hast finanziell. Das, ja, plus die Kohle, die jetzt sowieso von international und Eigenvermarktung und sowas kommt. Herrje, wer hätte geglaubt, dass hätte von euch vor 10 Jahren einer dran geglaubt, dass das mal so explodiert? Also, nein, früher warst du froh, dass du Höchst auf dem Trikot hattest oder Samsung. Technology that works for life. Tetrapack. Die haben dir alles nichts gebracht, weil das auch nie hängen geblieben ist. Aber jetzt auch durch Social Media, wo ja die Amis sowieso Vorreiter sind weltweit, weil die ja, glaube ich, jeden Stuhlgang auf Social Media teilen. Da kannst du halt einen Milliardenmarkt abgrasen und der hat es ja auch ganz klar gesagt, dass die Mitarbeiter in Shanghai sitzen haben, die rennen mit dem Eintracht-Trikot rum. Die haben eigentlich gar keine, ich weiß nicht, die haben keinen Zusammenhang in Wirklichkeit damit, aber die finden das halt trotzdem irgendwie geil. Das musst du halt auch mal erreichen, außer du zwingst sie dazu. Es ist auf jeden Fall auch mit Indeed. Wir haben das im Moment ja so oft, ne? Olli Glasner, Arsch auf Eimer. Indeed ist genauso ein Arsch auf Eimer. Das passt einfach. Ist richtig. Ist so. Ja, ist so. Jetzt muss man aber eins sagen, so als letzten Take in Richtung Frauenfußball. Wobei, über das Spiel haben wir ja noch gar nicht geredet. Also ich glaube, es war schon gut und wichtig, dass Lotto Hessen als Sponsor mitgekommen ist damals mit der Frauenmannschaft, um da erstmal tatsächlich stabilisierend, in Anführungszeichen, auch einen gewissen Geldfluss zu sichern, weil Indeed mit Sicherheit da nicht gefragt worden ist oder nicht wusste, was da auf sie zukommt. Und insofern finde ich das sehr gut. Meines Wissens läuft der Vertrag halt einfach aus im nächsten Sommer und Indeed übernimmt dann und dann finde ich das auch okay. Und das wurde wie immer sehr partnerschaftlich geregelt. Und ich finde, das steht halt auch für unsere Eintracht, für eine gewisse Kontinuität mittlerweile. Und ja, was sich seit dem ersten Pokalfinale 2017 hier abspielt in den letzten 5 Jahren, ist einfach unglaublich. Korken haben gestern auf der Heimfahrt uns wieder drüber unterhalten. Das wirkt alles noch sehr surreal. Ja, man will ja Lotto Hessen nicht direkt verlieren, wobei es hat sich schon ein bisschen angehört, wie ja, die sind jetzt irgendwie ein bisschen demotiviert, aber man will sie halt trotzdem als Premium-Partner weiter im Boot haben. Ja, das hilft da ja auch. Ist zwar dann nicht das Überdrüber, aber ganz ehrlich, bei den Damen ist auch das Volumen jetzt nicht so hoch, weil
ich glaube nicht, dass jetzt Lotto Hessen sich erlauben kann und sagt, ja, okay, ich hau jetzt mal 10 Millionen pro Jahr in irgendeinen Verein rein. Ja, das haben die ja sowieso nicht gemacht. Das ist, glaube ich, auch nicht das Mega-Geschäft, wenn das nichts werden sollte, dass die Eintracht dann weinend am Boden liegt und sagt, oh je, jetzt haben wir Lotto Hessen verloren, weil, keine Ahnung, hier kriege ich es ja nicht mit, aber ich gehe mal davon aus, dass da jetzt auch regional wenig bis gar keine Werbung zusammen gemacht wird. Ob ihr da irgendwas seht, Korken, bei euch da irgendwo ist da Werbung mit Lotto Hessen und Eintracht Frankfurt oder Eintracht Frauen oder sowas? Na, bewusst aufgefallen ist mir ganz ehrlich da noch nie was zu. Also nicht die Kombination, also klar. Also es wird, glaube ich, kein Beinbruch sein, aber es ist so, es hilft allen und wie gesagt, die U-Mannschaften und die Damen naschen an diesem relativ großen Kuchen mit und das kann nur ein Vorteil für alle sein, auch für die nächste Saison, wo die Damen ja weiterhin die Möglichkeit haben, sich wieder international zu qualifizieren und ihr wart ja am Wochenende auch teilweise im Stadion beziehungsweise habt das Spiel gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gegen Köln. Das ist korrekt. Wir haben zwei Dinge getan am Sonntag. Als allererstes haben wir offiziell die Gründungsversammlung vom EFC Adlerträgerinnen durchgeführt. Ach, die musstet ihr ja verschieben. Stimmt. Genau, wir wollten sie eigentlich nach dem Spiel machen. Durch die Ansetzung auf 16 Uhr mussten wir unseren Plan ein bisschen ändern und haben es dann eben andersrum gemacht und haben um 11 Uhr morgens schon angefangen und von den zu dem damaligen Zeitpunkt 61 Mitgliedern haben sich tatsächlich auch 29 eingefunden. Und das fand ich schon recht beachtlich als Quote zum einen und ja, die sind dann auch ziemlich geschlossen mit zum Spiel. Und ja, dann haben wir offiziell den Fanclub gegründet und eine Satzung verabschiedet, drei Vorstände gewählt und sind dann zusammen zum Spiel. Und es war mords was los, 2735 Leute waren da, also es ist eine Steigerung von Heimspiel zu Heimspiel. Ich finde das absolut großartig. Zum Spiel selbst, in der ersten Halbzeit hat Köln uns ein bisschen auf den Füßen gestanden. Die Mädels hatten so ein bisschen den Eindruck gehabt, sie wären immer so einen halben Schritt zu spät. Hatten es aber trotzdem so gut im Griff, dass von der Kölner Seite hier nichts Zwingendes passiert ist. Und ja, das hat am Ende dazu geführt, dass sie mit einem 0:0 in die Pause gegangen sind. Und nach der Pause eine deutlich veränderte Eintracht, viel agiler, viel aktiver, viel mehr Pressing, hat Köln viel mehr unter Druck gesetzt. Die zweite Halbzeit gehörte ganz klar den Eintracht-Frauen. Und so kam es, dass in Minute 60 und fast ein Doppelschlag mit Minute 64 von Shakira Martinez und Laura Freigang die beiden Tore gefallen sind, relativ kurz nacheinander. Dann kam von Köln auch zugegebenermaßen, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel. War ein anderes Spiel als gegen Duisburg beispielsweise. Und so haben die Mädels gezeigt, sie können eine auch eher durchschnittliche Halbzeit gut über die Zeit bringen, ohne sich da in Gefahr zu bringen sozusagen. Und dann aber mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte eben das Spiel auch klar für sich zu gewinnen. Am Ende des Tages, wie gesagt, fast 3000 Zuschauer. Das ist das, was wir auch mit Axel Hellmann besprochen haben nach dem Spiel gegen Duisburg, wo er gesagt hat, guck, jetzt hatten wir 2000, jetzt sind es 2100, jetzt haben wir schon über 2700 gehabt. Der Plan ist halt, das Stück für Stück zu steigern auf 3000 Zuschauer und immer ein Stückchen weiter im Zweifelsfall. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Stimmung ist gut. Ich glaube, die Leute sehen da einen attraktiven, guten Fußball in einer entspannten Atmosphäre. Jetzt machen wir uns mal nichts vor. Mit 50.000 Leuten im Stadion ist immer ein bisschen stressig. Du hast permanent Leute um dich rum. Es ist eine komplett andere Akustik. Es ist viel mehr Planung. Du musst früher und das alles ein bisschen mehr auch planen. Zum Frauenspiel gehst du hin und dann bist du da und dann isst du da wurscht und es ist gute Stimmung und du siehst einen geilen Ball und dann ist das auch in Ordnung. Und ich habe den Eindruck, das wird immer mehr honoriert und so war das auch dann am Sonntag.
Es klingt vielversprechend. Wie du schon sagst, dass das von Mal zu Mal 50 bis 100 Leute immer mehr werden, dann müssen die sich eh langsam irgendwas einfallen lassen. Also irgendwann ist ja das Stadion dann auch mal voll. Britannobad, was ist denn da Gesamtfassungsvermögen? 5.500. Okay, dann passt noch. Doch, ja, dann hingehen. Also ist halb voll. Also tatsächlich, die Sitzplätze sind tatsächlich ausgebucht. Also die letzten Spiele waren die Sitzplätze alle weg. Ist auch im Moment der Fall. Und dann ist aber zum Beispiel hinterm Tor oder auch tatsächlich auf der Gegengeraden ist es noch nicht so gedrängt, als dass man jetzt sagen müsste, da wär schon die Hölle los. Aber man hat definitiv gesehen, dass deutlich mehr Leute da sind. Und das finde ich absolut großartig. Ja, und Hühnchen hat auch noch geschrieben im Chat, dass auch einige Chancen, aber das kennen wir ja von der Eintracht, ja, also das, man muss ja nicht jede Chance reinmachen. Und auch gleichzeitig, dass eben auch die Infrastruktur doch noch ein bisschen wachsen muss für die Zuschauer, weil Getränke anscheinend teilweise während dem Spiel bis zu 20 Minuten dauern, wo ich mir dann jetzt denke, warum geht man während dem Spiel sich was zu trinken holen? Das mache ich davor oder danach oder ich schicke wen. Für was gibt es Kinder? Ich schicke wen, sehr witzig. Aber dann geht ja trotzdem irgendeiner was zu trinken holen, du Vogel. Ja, aber das ist doch mir egal. Ich nehme dir denn das Bier und sag, ich habe jetzt mein neues Bier, lauf. Weil bis das leer ist, möchte ich das nächste haben. Profi-Tipp, Fünferträger kaufen. Das letzte Mal, als wir das letzte Mal Korken geschickt haben, war er irgendwie zum Abpfiff wieder da. Also ja, von daher ist die Schlange schon lang. Ja, aber hast du auch geschaut, in welchem Level er dann zurückkam? Wenn er so, dann war die Schlange nicht unbedingt lang. Woher willst du wissen, wie lang die Schlange? Naja. Schon mal 3, 4, 5 durchgetankt. Das also sie haben auf jeden Fall schon dazugelernt, weil sie jetzt beispielsweise auch unten an der Treppe zur Haupttribüne einen weiteren Grillstand aufgebaut haben. Drüben auf der Gegenseite sind einige Foodtrucks und Essensstände und so weiter. Aber wir haben noch was ganz anderes rausgefunden tatsächlich. Wir waren mit ein paar Leuten zwischen Versammlung und dem Spiel noch bei der Frau Rauscher in Sachsenhausen und haben dann festgestellt, und das hat uns der Kellner gesagt, dass das Catering am Brentano-Bad von der Frau Rauscher ausgestattet wird. Also von deren Metzger und so weiter und so fort. Fand ich großartig. Es ist wirklich lustig. Es hat keine Ahnung gehabt. Das hat er uns dann am Sonntag erzählt. Und das ist jetzt also lokal gecatert quasi. Alles in der Region. Es ist bald alles nur mehr regional. Fehlen nur mehr Nachwuchsspieler, die es schaffen. Ja, kommt auch noch. Eine Sache müssen wir noch nachtragen, wenn der Chris hier schon sich als Kamerakind oder sagen wir mal rasender Reporter hinvertut. Der Chris hat parallel auf Twitter die Pia vom Museum angeschrieben, wegen dieser Veranstaltung, die wir vorhin schon gesagt hatten, wegen Katar. In aller Voraussicht nach wird es eine Aufzeichnung geben, sodass man sich das aus der Konserve nochmal angucken kann. Als kleiner Service hier nebenbei. Die Empfehlung hätten wir damit vorgezogen. Genau, sollte dazwischen schon irgendwo ein Link aufploppen, hauen wir den natürlich unten rein, aber ich glaube nicht. Oh, habe ich dir jetzt die Empfehlung weggenommen, Thorsten? Ich dachte, weil wir das Thema schon hatten, da kann man es auch noch reinquetschen. Okay. Ja, also wir empfehlen das gemeinsam. Okay. So, jetzt nimmt sich jeder noch so einen Mate-Tee bitte und schaut auf die Tabelle der Frauen-Bundesliga. Platz 2. Jetzt nimmt sich jeder noch ein Eis und dann reiten wir los. Genau. Nimm doch mal einen Apfel. Platz 2. Immer noch ein Punkt vor den Bayern, 4 vor Hoffenheim und 4 hinter Wolfsburg, wobei die ja irgendwie außer Konkurrenz erwarteterweise durch die Gegend reiten. Und schaut alles ganz, ganz gut aus. Und jetzt ist ja dann sowieso erstmal ein kurzer Stopp bis zum 26.11., weil jetzt sind ja ein paar Länderspiele für die Frauen. Fragt mich gegen wen, ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwas USA. Mit USA habe ich wohl sie gelesen. Sind grade, das steht aber auf der Kippe. USA,
Heute Nacht um 1.05 Uhr sollen sie eigentlich spielen, also 1.05 Uhr ja. mitteleuropäischer Winterzeit. Das sagt also dir der für Wind. Für die nicht schlafen können oder sowas, sollen, glaube ich, 1.05 Uhr soll gespielt werden. Und ich muss dich leider korrigieren, mein lieber Jörg, am 19.11. ist das nächste Spiel, nämlich in Leipzig, zweite Runde Pokal. Wir waren ja noch bei der Liga. Irgendwie muss ich mich rausreden. Aber erfolglos. Verdammt. Aber ich muss dich auch korrigieren, das Spiel gegen die Amerikanerinnen weiß man noch gar nicht, ob es stattfindet, weil da gerade Hurricane-Alarm ist. Oh nein. Aber angesetzt ist es für 1.05 Uhr, nur damit ich mich rausreden kann, um mal. Ja, leider nicht. Ja, es schaut jedenfalls gut aus und wenn das so weiterläuft, dann wird das wieder ein Top-3-Platz. Schaut aktuell alles danach aus. Naja, und wir spielen noch gegen Wolfsburg. In Wolfsburg, 3.12. ist auch ein bisschen Planung am Laufen tatsächlich, dass ein paar Leute da hinfahren wollen. Genauso wie tatsächlich auch beim Spiel gegen Leipzig. Also es werden auch auswärts gefühlt immer mehr Leute. Da wollen wir natürlich auch über die Organisation oder dadurch, dass wir Leute zusammenbringen über den Fanclub, halt das ein bisschen zusammenhalten. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Es sind auch schon erste Abstimmungen mit der Nutria-Bande, diesem FFC-Fanclub, den es ja noch gibt tatsächlich. Und wir vernetzen uns da auch ein bisschen und gucken, dass wir da dann auch zusammen supporten können in einem Blog und so weiter und so weiter. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Gut, auch spannend. Wichtig, letztes Heimspiel ist gegen Potsdam. Holt euch jetzt schon Karten, es gibt keine Sitzplätze mehr. Sorry, dass ich das noch reinwerfen muss. Okay, keine Sitzplätze mehr. Gut, wer vielleicht auch länger keinen Sitzplatz mehr hat bei der Eintracht, bei den Herren, ist Ben Manga. Der reitet vielleicht nach England und soll dort sportlicher Direktor werden, wobei ich eigentlich geglaubt habe, dass sie da drüben ja dieses Manager-System irgendwie haben. Ich glaube persönlich, wenn er die Welle ganz hoch schlägt mit, oh, dann ist da super mega über drüber Scout weg. Man darf nicht vergessen, Ben Manga hat saugute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Das steht ganz außer Frage, aber er ist ja mittlerweile schon relativ losgelöst von diesem aktiven Scouting. Er leitet ja die Scouting-Abteilung mittlerweile eigentlich nur noch ausschließlich. Und deswegen, glaube ich, ist das gar nicht so ein großes Drama, was jetzt die Scouting-Abteilung angeht, bei der Eintracht. Mule, glaubst du, dass das ein Problem sein könnte oder wird? Sollte Ben Manga wirklich gehen? Also man redet dort auch irgendwie von 600.000 Euro Ablöse oder sowas, weil er noch einen Vertrag hat, was, glaube ich, relativ wurscht ist. Aber glaubst du, es schlägt sich auf die Scouting-Abteilung irgendwie aus oder sagst du, wie sonst auch immer, ja, also das ist schon okay? Ich weiß nicht, ich glaube, das muss man abwarten. Also ich meine, Ben Manga hat ein paar geile Deals gemacht, Kolomuani und so weiter. Wie gesagt, die letzten Deals waren ja dann schon Krösche-Deals, Ebimbe und so weiter, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Man muss es wirklich mal abwarten. Zurzeit ist es ja tatsächlich so, dass wir da irgendwie ein goldenes Händchen für haben, wen wir da holen, und es wird irgendwie alles was oder fast alles. Also man muss tatsächlich erstmal abwarten, wie sich das Ganze dann niederschlägt, ob das weiter so geht. Ich traue den anderen das auch zu, dass sie das auffangen. Ben Manga geht halt in die zweite Liga nach England. Ich denke mal, der macht das auch, weil er sich da wirklich was aufbauen kann. Wenn er das von vornherein dann alles steuert und macht, dann ist das, glaube ich, genau sein Ding. Und deswegen kann ich es durchaus auch verstehen, dass er das tut. Ich kann es nicht sagen. Also man muss es tatsächlich abwarten, ne? Ja, aber mal eine ketzerische Frage. Wir Bitte? Setzen alle voraus, dass Ben Manga all die Supergriffe, die wir haben, gescoutet hat. Ist das so? Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Nein. Der ist der Leiter einer Abteilung, wer auch immer da was beibringt. Richtig. Also es ist ja... Es war irgendwann vielleicht mal nur er, als er da anfing mit Freddy Bobic und mit Bruno Hübner und man da alles umgebaut hat. Aber mittlerweile ist die Struktur doch da eine ganz andere geworden.
Natürlich, das war noch die Zeit Sebastian Allaire und sowas. Ja, da hat er aktiv mit gescoutet, da ist er durch die Gegend gefahren und geflogen und keine Ahnung. Aber die letzten Transfers, wie der Muli ja auch schon gesagt hat, war Kolo Muani und Boré. Und danach hat er eigentlich nur zur Kaderentwicklung mit beigetragen, aber aktives Scouting, da hat er sein Netz und seine Leute und seine Abteilung und das ist jetzt schon seit anderthalb Jahren nicht mehr so. Und man hat ja auch gemerkt, dass er dann auch langsam, aber sicher mehr in der Öffentlichkeit präsent war. Hat auch das ein oder andere Interview gegeben, zwar nicht viele, aber es hat sich ja, glaube ich, vor 3 Jahren, korrigiert mich, aber ich glaube vor 3 Jahren schon mal irgendwie so angedeutet, dass er die ersten Angebote gekriegt hat als Sportdirektor und sowas aus England. Und da stand es ja auch schon auf der Kippe und da haben sie ja extra die Abteilung quasi um ihn rumgebaut, um ihm quasi einen Anreiz zu geben mit, okay, du bist jetzt nicht nur blöder Scout in Anführungsstrichen oder ein einfacher Mitarbeiter, sondern du bist ein leitender Angestellter. Du kannst das um dich herum entwickeln, weil wir haben ja sowas nicht direkt gehabt als richtige Abteilung mit mehreren Leuten. Das war ja nur Netzwerkgedudel hauptsächlich. Aber ich sehe das nicht so schlimm. Ja, es ist halt die Frage, wenn du das Netzwerk nicht mehr hast, das Manga hat. Ich weiß auch nicht, wen er mitnimmt von seinen Scouting-Leuten. Das muss man halt sehen. Ich denke mal, wir werden das auffangen können. Also wie gesagt, die letzten Sachen, die Krösche gemacht hat, die waren ja jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Da sind ja auch einige Durchstarter dabei. Aber auch da hat er die gemacht. Ja, und wie groß ist die Abteilung, die interne Abteilung wirklich? Wenn da nur 3 Leute sitzen, Anführungsstrichen, das kannst du staffmäßig, ich rede jetzt nicht von Qualität, aber vom Personal her kannst du das relativ zügig unter Umständen nachbesetzen. Es gibt ja genügend gute Scouts auf diesem Planeten. Früher hat das der Bernd Hülsenbein alleine gemacht. Genau, neben also Kicken hat nicht, er was das gemacht. Weiß gar nicht, was das soll, aber tatsächlich, er ist ja immer sehr im Verborgenen geblieben, wobei das Gerücht, dass er geht, ja total nicht neu ist, hast du ja auch gesagt. Der Chris schreibt es gerade auch im Chat, also das Interview in der Eintracht von meinem offiziellen Podcast von der Eintracht, da habe ich ihn auch das erste Mal ausführlicher, ehrlich gesagt, erlebt, aber was der Chris auch schreibt, er müsse dann jetzt mehr in die Öffentlichkeit, was er eigentlich gar nicht will. Ich glaube, in England funktioniert es ein bisschen anders als bei uns. Also das, was bei uns halt der Sportvorstand Krösche ist, wird nicht Ben Manga sein. Ich glaube, der Sportdirektor oder was auch immer das dann tatsächlich ist in England, der arbeitet auch ein bisschen mehr im Hintergrund, weil der Trainer mehr in der Öffentlichkeit steht, was sowas angeht. Ja, weil Regina im Chat auch gerade schreibt, dass er sich mit Krösche nicht versteht. Naja, nicht verstehen ist vielleicht falsch. Die haben einfach unterschiedliche Ansichten. Also Ben Manga ist halt der sagt, holen, lange und gut ausbilden und nicht bei jedem ersten Schrei, und das haben wir auch schon mal gesagt, dass wir manchmal das Gefühl haben, irgendwer kommt mit einem Alu-Koffer mal kurz an der Geschäftsstelle bei der Eintracht vorbei, klopft beim Kröscher am Büro und da sieht man einen Koffer, ohne zu wissen, was drin ist, und ist gleich handlungsbereit. Da haben die halt ganz unterschiedliche Ansichten. Das ist einmal das Problem. Und zum anderen Punkt dass er von einem Pokalsieger in die zweite englische Liga geht. Also wenn ich persönlich einen Job angeboten bekomme, der, ich sag mal, in der gleichen Branche ist, vielleicht eine Etage höher, also oberes Management oder sowas, und ich krieg einfach fucking mehr Kohle und ich habe vielleicht andere Möglichkeiten, mich zu entwickeln, why not? Also man könnte jetzt ganz brutal sagen, wenn mir RB 20.000 Euro auf den Tisch legt, ja, mache ich einen scheiß Podcast für die. Ja, bös gesprochen jetzt. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ne? Man muss ja mal, genau. Aber schaut euch mal an, TV-Gelder, da kriegt der Letzte in diesem Ranking in der zweiten englischen Liga mehr wie bei uns die Bayern. Ja, also das sind ganz andere Dimensionen. Deswegen,
da kannst du halt viel mehr was machen. Ja, und vor allem, die haben auch eine andere Struktur, gleich Mude. Wie der Frank schon gesagt hat, da gibt es ja dieses, du hast dann General Manager und dann drunter hast du halt quasi so den Mastermind, der Kader koordiniert, aber direkt mit dem Trainer. Manchmal ist sogar der Trainer gleichzeitig der Sportdirektor. Die haben das teilweise viel flacher. Dafür musst du auch nur mit einem Menschen reden, der die Kohle rausrückt. Ja, und es gibt so viele Sachen, wo ich sagen würde, ja, ich verstehe voll und ganz, warum er da hingeht. Aber bitte, Mule. Na, ich wollte auch nur sagen, also ich verstehe voll und ganz, dass er da hingeht. Ich sehe das Ganze relativ entspannt. Ja, schade ist es. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, es ist doch irgendwie wie bei so vielen anderen auch. Der war auch hier, wie oft werden wir das heute noch hören, auch er war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Auch er hat gepasst und hat geholfen. Und jetzt will er sich irgendwie fortentwickeln. Und da kann ich nur sagen, danke, hat super funktioniert und wirklich alles, alles Gute von Herzen für die Zukunft, Ben Manga. Und damit mal meinen Haken dran, finde ich. Ein Zahnrad geht, ein neues wird es ersetzen, das ganze Ding wird weiterlaufen. Vielleicht ist am Anfang ein bisschen Sand im Getriebe, aber das ist in jeder Abteilung und in jeder Firma so, wenn ein Wechsel passiert. Ja, aber es bringt ja auch neuen Wind rein vielleicht. Ja, und haben wir uns nicht nach jedem großen Wechsel gesagt, jetzt geht die Welt unter, Büffelherde, Silber, Trainer, was nicht alles, und es wurde hinterher immer nur besser in den letzten Jahren. Sind wir doch mal positiv und glauben, da kommt auch was Gutes nach. Deutscher Meister. Voll und ganz dabei. Ja, genau. Haben wir ja gestern ausgiebig gesungen. Ja, aber vielleicht hätten wir uns aber nur im Block das Einer geht noch rein verkneifen sollen gestern Abend, weil das haben die Hoffenheimer falsch verstanden. Aber da kommen wir ja noch drauf. Da kommen wir drauf. Lass uns vorher mal auf das Spiel gegen die Puppenkiste reden, weil das ist ja immer so ein Spiel gewesen in der Vergangenheit, wo du schon gewusst hast, okay, da gehst du jetzt hin, kassierst vielleicht weiß ich nicht, eine Niederlage, wo wir nämlich nicht mitgerechnet oder wo wir nicht mit drüber geredet haben, dass dieser Richter ja nicht mehr dort ist. Also sind die Chancen natürlich gestiegen, dass wir da gewinnen könnten. Allerdings habe ich mir nach der ersten Minute dann gedacht, ja, okay, gut, dann koche ich halt. Oder keine Ahnung, was ich dann gemacht habe. Wir hatten Besuch. Wir saßen gerade am Kaffeetisch. Und die kennen mich, die wissen, wenn die Eintracht spielt, mache ich diese Glotze an. Ich mache die Glotze an, es laufen 35 Sekunden. Die haben mich angeguckt, als wäre ich vom anderen Stern, als ich auf die Tischplatte gekloppt habe und einfach nur lauthals Scheiße durchs Wohnzimmer geplärrt habe. Ja, zu Recht aber, zu Recht. Also, das... Ja. Bitte. Jetzt gehst du ja als Eintracht-Fan, bist du es ja eigentlich gewohnt. Ne? Du hattest... 3 Tage vorher ein Riesending gemacht, hast dich qualifiziert für die Champions League, fürs Achtelfinale, hoch die Tassen, und dann bist du es ja eigentlich gewohnt. Jetzt Bochum. Kommt wieder so eine Gurkenmannschaft wie Augsburg, ja, oder so, oder Bochum, kommt wieder eine Mannschaft wie Augsburg, und du gehst eigentlich an mit dem Gedanken daran, ja, setzt euer Geld alle auf Augsburg, macht sich bezahlt. Dann kriegst du nach 33 Sekunden dann dieses Ding rein und du denkst nur so, ja, klar, anders war es nicht zu erwarten. Ja, dann haben sie sich aber einen Ruck gegeben. Und dann ging das Ganze halt doch ein bisschen anders aus. Und dass wir so weit sind, dass wir jetzt plötzlich solche Spiele auch gewinnen können, das ist natürlich ein Riesenschritt. Ja. Gerade wenn du sagst, du musst dich erstmal dann wieder motivieren. Du fährst nach Augsburg, da ist die Motivation schon mal komplett im Keller. Weil es ist halt Augsburg. Vorher warst du in der Champions League unterwegs, international, und jetzt fährst du wieder in die fucking Provinz nach Augsburg zur Puppenkiste und sollst da den Arsch hochkriegen. Kriegst nach 33 Sekunden ein Tor rein und dann fängst du aber halt an zu spielen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, den wir jetzt wieder gemacht haben. Da brauchst du aber trotzdem auch so eine Kampfwutz wie den Seppelrode.
der sofort das Ding an sich gerissen hat und der sowas von verdient, auch für ihn persönlich, dann, ich meine, jetzt haben wir ja nicht irgendwie in den 90. der Ausgleich da reingekullert, sondern die haben letzten Endes 12 Minuten gebraucht, um das Ding wieder zurückzusetzen. Und was für eine Bude vom Seppel, Halleluja. Ja, das, was wir letzte Woche schon besprochen haben, mit, du siehst, dass diese ganzen Abläufe, obwohl die nichts trainieren können, das greift jetzt alles. Jeder weiß, wo was ist und jeder vertraut darauf, dass das, was jetzt logisch wäre, auch funktioniert. Und das sehen wir jetzt schon seit, keine Ahnung, 4 Wochen oder sowas. Dieser ganzen Pässe und sowas, irgendwer lässt bewusst durchlaufen und dann steht halt hinten einer blank. Also das ich kann mir auch gut vorstellen, dass das von den Trainern und sowas sehr viel irgendwie im Spiel gecoacht wird, weil du siehst ja, das ist scheißegal, ob die Jungs jetzt 3-0, 4-0, 1-0 führen oder 2-0 hinten sind oder was auch immer. Glasner hüpft halt nur rum und die sind permanent im Austausch, also das Trainerteam. Und wir haben es ja auch dann gegen Stuttgart, glaube ich, war das. Die haben ja dann auch relativ schnell analysiert, okay, da der Raum hinten ist immer frei. Das ist einfach aktives Coaching, was die betreiben. Und das ist das, genau das, was ich beim Antritt von Glasner damals in der Sendung gesagt habe. Der kann einfach mit diesem Trainerteam, mit dem er seit keine Ahnung, wie viele Jahren auch privat befreundet ist, kann der individuell so schnell schalten und walten, sofern die Spieler das checken, was er von ihm will. Das ist einfach alles. Es kommen mehrere Faktoren dazu. Also es gibt ja den blöden Spruch, ein Wettkampf ist besser als jedes Training. Natürlich. Und jetzt muss man halt mal sagen, die haben jetzt was? 12, 13 Spiele gemacht in 6 Wochen. Das ist natürlich der komplette Irrsinn, ne? Also eine englische Woche nach der anderen. Aber du hast natürlich dann jetzt mittlerweile so einen Dreizack mit Knauf jetzt auf der linken Seite, der sich da langsam auch ganz gut einfindet, wie ich jetzt mal sagen würde. Ebimba auf der rechten Seite und in der Mitte geht Kolomoani komplett ab. Das, und in der Mitte verteilt ein Götze die Bälle halt in einer Spielintelligenz, die ihresgleichen sucht. Und alleine diese Kette da, die 4, das ist so unfassbar. Und vom Fitnesslevel her kriegen sie es halt einfach hin, weil über die Belastungssteuerung kriegen sie das ganz gut gebacken offensichtlich. Und da gebe ich dir recht, Glasner scheint zu reagieren. Etwas, was wir bei Fee beispielsweise immer vermisst haben, weil wir gesagt haben, wechselt der mal irgendwann? Weißt du überhaupt, wie ein Wechsel geht? Versteht er die Zahlen nicht? Keine Ahnung. Glasner reagiert direkt auf den Spielverlauf und greift in den Spielverlauf im Spiel aktiver ein als jeder andere Trainer, den ich bei uns bisher gesehen habe. Ja, ja, nimm Nico jetzt Kovac ging in die richtige Richtung, aber Glasner veredelt das Ganze noch, meiner Meinung nach. Ja, in die Geschichte beim letzten Mal. Er nimmt einen Offensivspieler raus, bringt einen Defensiven rein. Jeder fragt sich, Alter, du bist schon, dass du hinten bist. Du musst jetzt nicht verteidigen, aber nur, ums Mittelfeld zu kontrollieren. Ja, da hat kein Mensch dran gedacht. Ja, ja. Klar. Das Ding ist nur, wie er auch Boré einsetzt in Spielsituationen, wo wir vorne eine Entlastung brauchen, ist super geil. Super geil. Weil der natürlich dann, wenn der frisch auf den Platz kommt und Bock hat, läuft er halt jeden an. Sogar den Balljungen läuft er zur Not noch an. Nur um da vorne Druck und Entlastung zu bringen, dass mehr Bälle hinten rumgehen. Das hat uns schon bei dem einen oder anderen Spiel echt den Arsch gerettet. Aber was, glaube ich, entscheidend ist, und das hast du auch indirekt gesagt, Jörg, diese Analyse zum Beispiel mit Stuttgart. Ich glaube, die Analyseabteilung macht einen sensationellen Job, wie die Gegner auseinandernehmen und überhaupt damit die Basis legen für seine Taktik. Und er hat es in der Pressekonferenz gestern gesagt, wir werden uns da mit diesen 2 blöden Toren, die wir gekriegt haben, beim Spiel gestern Abend beispielsweise, das werden wir uns sehr genau in der Analyse nochmal angucken müssen und drüber sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es gar nicht mehr so sehr ums Training geht, wird die Analyse ja noch viel wichtiger, weil das dann die Taktik ist, mit denen der die auf das Spiel vorbereitet. Und da hast du dann einen Marco Russ mittlerweile sitzen, der, glaube ich, da einen extrem guten Job macht.
Ja, und du hast es im Fernseher auch schön gesehen, da, also gestern zum Beispiel, du bist 3-0 vorne und dann waren 2-3 Aktionen, die haben nicht gefallen und der ist draußen rumgelaufen wie Rumpelstilzchen und hat sich gleich den Götze geholt und hat ihm angesagt, was zu tun ist. Das hast, hast du sogar in dem Mikrofon teilweise gehört, dass er da wirklich rumgeschrien hat mit das kann so nicht sein, obwohl du 3-0 vorne bist. Also der, dem ist das jetzt ist ja schon wieder beim falschen Spiel, nein, Digga. Nein, da geht's ja jetzt darum, wie Glasner coacht, du Mute-Tant. Hör mal, ich hab mal eine Frage an euch. Dina Mbimbe hat ja gegen Augsburg ein Riesenspiel gemacht. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir nicht Ali Du im Dina Mbimbe-Trikot gesehen haben. Weil der hat innerhalb von 4 Tagen hat der 2-mal die Frisur gewechselt. Wie geht denn das? Ist euch das nicht aufgefallen? Frisuren sind mir herzlich egal bei Fußballern, um ehrlich zu sein. Da müsstest du Ronaldo fragen, der kennt sich aus damit. Der hat in Augsburg eine andere Frisur gehabt als 3 Tage später gegen Leipzig, wo ich dachte, ja, was war das denn? Haben wir vielleicht Ali Du im Bimbe-Trikot in Augsburg gesehen oder was ist da los? Aerodynamik. Aber das habt ihr natürlich wieder nicht gesehen. Ja, jetzt ist, ja Gott. Wir sind nicht so wie die Bunte des Partner-Podcasts. Ja. wir schauen uns nicht so wie du die Typen an, das ist nicht so unser Ding, glaube ich. Mule ist die Gala. Praktisch. Ja, genau, die Gala des Adler-Podcasts. Nein, aber Dina Mbimbe hat gegen Augsburg ein Riesenspiel gemacht, wie er dieses Ding reingebracht hat zu Rode, wie er noch den Kopf hebt, um zu gucken und das dann Ganze dann in den Rückraum spielt zu Rode, der das Ding nur noch reinschieben muss, Oberaffengeil. Und dann natürlich, klar, Pellegrini raus in der Halbzeit, dafür Knauf reingebracht, das Ganze auch nochmal eine Riesenbelebung. Da hast du gesehen, dass Knauf links und rechts gleich gut kann. Das Tor, das er dann gemacht hat, gut, war ein bisschen Glück dabei, weil ich sagte, das war genau gewollt. Die Lücke, die eine Sekunde nicht da, vorher nicht da war und eine Sekunde danach auch wieder nicht da war, an Freund und Feind vorbei ins Tor, das war schon ganz geil. Nein, also ich sag dir, so wie er, also da in der Zeitlupe siehst du das, dass er bewusst einen Aufsetzer spielt. Das siehst du anhand, wie er da schießt. Und dass er den Ball extra noch runterdrückt, dass der so reinhoppelt. Da waren 10 Beine dazwischen. Diese Lücke genau zu treffen, da war eine Menge Glück dabei. Aber gut, das Glück des Tüchtigen. Warum nicht? Why not? Union macht jedes Mal so. Du musst halt auch mal frech sein. Ja, das ist einfach finest Frankfurt Football. Ja, das ist einfach so. Ja. So, und wenn du dann also, zusätzlich. Und wenn wir dann zum nächsten Spiel kommen, dann trifft es noch mehr. Wenn du das dann nochmal zusätzlich zu Ende denkst und auch dann in Augsburg zu spielen, die das einfach ganz locker, geschmeidig runter, ohne groß Stress, Panik, Eile, Überhastung. Das ist doch, mein Jörg, hast es auch gesagt, das ist doch irgendwie die neue Qualität, mal davon abgesehen, dass er auf einmal irgendwie kicken können und Glasler die ständig zurecht moderiert. Also das zurecht moderieren macht er ja schon immer, aber jetzt funktioniert es, weil es in den Köpfen ankommt. Aber diese Ruhe, das ist total krass, finde ich. Ja, einmal diese Ruhe und dann noch diesen Trapp da hinten drin, diesen Monster-Safe, den er da kurz vor der Halbzeit nochmal rausgehauen hat, wo ich gedacht habe, wie hat der die Hand plötzlich noch hochgekriegt? Aus 2 Metern kommt das Ding auf ihn zu und er kriegt die Hand noch hoch, also Hammer. Ja, definitiv, Neuer auf die Bank. Das ist ein Job, den muss er machen. Für die Kohle, Grüße gehen raus, für die Kohle, die er kriegt, ja, muss er das machen. Nein, also ganz, ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, in vielen Situationen auch Glück, aber du musst dir halt das Glück erstmal erarbeiten, ja. Also, da geht es uns besser wie dem Senior Rossi. Aber denn Herr Rossi sucht sein Glück, nur ein kleines Stück vom Glück. Sehr gut. Aber dieses Glück oder dieses Glück, das man da hin und wieder hat, was man öfters bei Kostic, redet heute noch irgendwer über Kostic? Nein, wir haben alle inklusive uns geweint mit, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und selbst das können wir abfedern, wenn links alles kaputt ist, weil wir es irgendwie hinkriegen.
Und wegen E-Bimbe, der ist ja nur geliehen, aber es gibt bei Klassenerhalt eine Kaufoption von ca. 5 bis 6 Millionen. Kaufen Sie jetzt. Vielleicht gibt es da noch irgendwie ein Skonto oder irgend sowas in der Richtung. Ach, Klassenerhalt, das dauert nur noch 3,5 Spiele oder so. Ja, ich finde das aber geil, oder? Klassenerhalt, das müssen wir mal reinsetzen, weil wer weiß, vielleicht steigen wir ab. Dummerweise hat aber PSG auch noch eine Rückkaufoption, ne? Das ist. Das sollte schön. Man nicht vergessen. Die liegt zwar um einiges über diesen 6,5 Millionen, die wir, glaube ich, zahlen müssen, aber die ist vorhanden. Ja, Option ist es. Chris an den Chat. Es ist keine Pflicht, es ist eine Option. Nicht so wie beim Höge, von der auch genau nichts reißt. Also die 12 sinnlosesten Millionen. Nach, weiß er nicht, so viel anderem Scheiß. Ja, aber es ging ja dann noch weiter. Also wie gesagt, 1-1 und das 1-2 und trotzdem 59% Ballbesitz. Und das hat da eben der Thorsten schon gesagt, dieses ruhig runter moderieren, dieses Energy Management, weil früher war es so, entweder sind wir gerannt wie die Idioten und ab der 60. gestorben, oder du hast bis zur 80. Angst gehabt und dann nochmal 10 Minuten den Tank leer gehauen. Und jetzt, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, wie so viele andere Dinge im Leben, aber ich habe so das Gefühl, die spielen den Gegner so lang kaputt, bis sie dann sagen können, so, jetzt ruhen wir mal aus. Und die teilen sich das so ein, dass gefühlt immer wieder die Möglichkeit besteht, ja, wenn hier nochmal der Hut brennen sollte, ja, dann hau ich halt nochmal eine Schippe drauf. Dann renne ich halt mal 10% schneller und habe den ganzen Bums wieder unter Kontrolle. Aber vielleicht kommt das auch nur mir so vor. Weiß nicht, wie es euch geht, Frank. Wie sieht das bei dir aus? Also ich glaube, die Mannschaft hat mittlerweile einen Reifegrad erreicht, den wir ihnen nie zugetraut hätten. Und was ich auch sehe, ist, dass wenn es drauf ankommt, sie einfach tatsächlich da eine Schippe drauflegen können. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn unsere Chancenverwertung noch besser wäre. Himmel. Ja, ist nicht auszudenken. Aber ja, ich sag mal, den krassesten Vergleich konnte man tatsächlich ziehen an den beiden Lissabon-Spielen, als erstes und als letztes Spiel in der Champions League. Alleine, wie die Mannschaft in diesem Zeitraum gereift ist, zusammengewachsen ist, sich abgestimmt hat, Laufwege perfektioniert hat, ist das einfach herausragend. Und von daher hat man immer das Gefühl, die können noch einen drauflegen, gestern erst wieder bewiesen. Und tatsächlich, so Dinger wie in Augsburg, nach diesen 33 Sekunden war das Spiel in früheren Zeiten schon gelaufen. Wir wären komplett eingebrochen, hätten 4-0 verloren, ab ist die Laube. Die haben sich gedacht, fuck it, und haben halt einfach weitergemacht und am Ende verdient gewonnen. Und das hängt mit der Zusammenstellung der Mannschaft zusammen, das hängt mit diesen jungen Wilden zusammen, wo du richtig merkst, wie die zusammen dann die Tore feiern, was die für einen Bock haben. Und dann hast du schon so einen halben Silberrücken drin, so verrückt es für Götze auch klingt, der dann halt das zusammenhält. Oder ein Gibi so, wie der. Also sind wir jetzt eigentlich schon beim Spiel von gestern? Ich weiß es nicht, ist auch völlig wurscht. Nein, sind wir offiziell noch ja, nicht, aber wir kannst du doch gar nicht auseinandernehmen, die zwei Dinger, weil sie sind doch so ähnlich einfach. Außer, dass du gegen Augsburg das Spiel gedreht hast und gestern es halt erstmal vordominiert hast. Okay. Aber wie alle gewachsen sind, guck dir Kamada an. Ich meine, so, das wussten wir ja schon spätestens nachdem Dustin Pötke uns das gesagt hat, dass so halt eine geile Sau ist. Aber was Kamadas für eine Entwicklung genommen hat in dieser Saison, ist nicht zu glauben. Ja, du brauchst ja gar nicht so weit gehen mit der Champions League, mit wir lernen aus einer schlechten Leistung. Nehmen wir den Vergleich Bochum und FCA her. Das ist normalerweise eigentlich so die gleiche Schublade. Ja, das gleiche Drehbuch normalerweise. Ja, und nach Bochum hat
Glasner sich den Hut aufgesetzt und gesagt, ja, ich habe geglaubt, das kriegen wir hin, wenn wir das ein bisschen easy, cheesy, leasy angehen. Und hat gleich gesagt, diesen Fehler werden wir hier kein zweites Mal machen, weil auch wir lernen daraus. Und zack, es passiert nicht mehr. Also selbst wenn du jetzt wie jetzt gegen Dortmund irgendwie verlierst, wurscht unter welchen Begleitumständen, du hast halt trotzdem eine gestandene Mannschaft mit einer gestandenen Leistung am Platz, wo du sagst, ja okay, du kannst halt verlieren, scheißegal jetzt wie, aber du kannst nicht sagen, ja, ich habe halt irgendwie jetzt nur so halbherzig gespielt oder bla bla bla. Du siehst halt, es funktioniert und jedes Mal, wenn die Aufstellung kommt, hey, wir schreiben es immer bei uns in die WhatsApp-Gruppe, da kommt immer, irgendwer von uns postet die Aufstellung und es kommt gleich, ja, volle Kapelle. Da wird nicht gespart und er kündigt es auch jedes Mal an mit, ja, wir müssen hier einfach Gas geben, jeder muss jetzt da durch, wir haben dann eh Winterpause. So wie letzter Arbeitstag vorm Urlaub und du hast noch urviel zu tun, ja, dann bleibe ich halt 3 Stunden länger, aber ich habe wenigstens dann am ersten Tag Ruhe. Aber ja, wir hatten ja auch den einen oder anderen Tipp zu diesem Spiel und es haben ziemlich viele Leute das richtige Ergebnis getippt. Die Regine. Du nicht. Hühnchen. Halt's Maul. Mule. Pernik. Und der Korken. Schalala. Ich habe wenigstens bei der Differenz richtig, was nichts bringt. Wo? Ja, und ich hab den halben Spieltag eh vergessen zu tippen, also es ist eh wurscht. Aber ja, wir hatten zumindest mal tendenziell alle recht. Und dann kam ja lustig Hoffenheim, wo ich ja zum Beispiel blöderweise, naiv wie ich bin, gemeint, ja, das wird da wahrscheinlich das schwierigere Spiel, weil da ist jetzt der Akku langsam leer. Ja, Bullshit. Wer geglaubt hat, ja, okay, das war's jetzt mal. Nein. Du schaust dir das Spiel an und ab Minute 1 ging's eigentlich mal nur in eine Richtung. Also, du und, hast... Und wie? Das ist das der Punkt. Wie ging's in die Richtung? Ja, dann erzähl uns mal, wie. Naja, es ging ja schon mal so los, dass wir in der 6. Minute bereits das 1-0 gemacht haben durch Sota, hat sich aber auch Kamada gnadenlos durchgesetzt, das war schon richtig geil. Erstmal der Pass von Götze auf Kamada im Fallen, kommt er noch mit dem Fuß da dran, schiebt das Ding wieder rein und wie dann Freund Soma durch diese zwei Leute da durchgetanzt ist und der Zeitlupe hat das richtig geil ausgesehen und locker reingeschoben. In der 6. Minute, da bin ich ja schon mal quer durchgedreht. 2 Minuten später, dieser satte Schuss von Lindström. Klar, war natürlich ein bisschen schon Baumann-Fehler, der den Ball nach vorne hat abprallen lassen. Aber wie Muani den Volley nimmt, mit aller Wucht, die er hat, und das Ding da reinpfeffert. Dass das Netz noch ganz war natürlich auch schon wieder überraschend. Also wurde ja dadurch eingeleitet, dass Kamada im Fallen noch gedacht hat, nee, den spiele ich trotzdem noch weiter. Und selbst im Fallen den noch auf den Mann gebracht hat. Und dann 3 Hoffenheimer aufeinanderlaufen. In so einem Bud Spencer-Film und Terence Hill werden die 3 aneinander geklatscht, werden wie die Bowling-Pins rückwärts umgefallen und er wäre lustig losgelaufen. Alleine, was du für Eier haben musst, um das Ding durch die 3 durchzulaufen und dann so eiskalt abzuschließen, da muss man echt sagen, Hut ab, mein lieber Gibi. Das war unglaublich. Ja, aber das war ja nicht alles. Nö, da gab es Tiki-Taka am Main, würde ich sagen. Ne? Also was dann gespielt wurde, nach vorne, das war schon, ey, ich hab teilweise da gesessen und habe nur gesagt, Götze, du Fußballgott. Also Götze ist die erste Geige mit Stradivari in so einem professionellen Symphonieorchester. Also das ist unglaublich, was die da vorne so zusammengespielt haben im Kurzpassspiel. Die haben auch die wirklich gefährlichen Pässe genommen und die sind angekommen. Ich meine, klar, gehört immer ein bisschen Glück dazu, aber das war das Glück des Tüchtigen. Und die Dinger kamen fast jedes Mal an. Und die TSG hat überhaupt nichts zustande gebracht in der ersten Halbzeit. Bis auf dieses verfickte Tor kurz vor Ende, wo man gesagt hat, es kam aus dem kompletten doch nicht Nichts. Das fast geilste Tor. Das ist mal wieder die typische Eintracht. Ja, aber das dritte war das nicht, dieses Hacke okay. Einmal, Hacke zweimal.
und dann geht's mal kurz nach vorne. Ja. Ja. Richtig, genau. Und dann hat Muadi diesen Blick und spielt den durch drei Leute hinter den drei Leuten vorbei und ihr Bim bekommt und nagelt das Ding rein. Wisst ihr, was schlimm war bei diesem dritten Tor? Für mich persönlich. Nein. Ich saß in diesem Stadion, ich guckte Kolo Muani zu. Fragt mich nicht, warum. Ich war sofort irgendwie wieder in der Krippe, als damals mein Kind eins in der Krippe war und mir ging ein Lied durch den Kopf und ich bin da oben fast gestorben. Kennt ihr das? Wenn die Bären Kolo tanzen? Nein. Müsst ihr mal rausfinden. Nein. Ich erspar's euch jetzt. Aber es war einfach irgendwie für mich das Synonym. Ne? Der Kolo, der da unten, der Riesenbär, der durch die alle durchtanzt und ganz cool den Pass genau an die richtige Stelle rüberschiebt und dann da unser halbes Hemd aus Dänemark mal kurz einen Ausfallschritt und bupp, ist er halt drin. Unfassbar. Wir hatten es ja auch im WhatsApp. Das war alles so ein bisschen, ne? Bayern-esque. Haben wir es genannt. Ich schau mal, ob ich dieses Lied finde nebenbei. Mach mal weiter, Mudo. Ja gut, nach Bayern-esk kam dann ja, also ich habe dann völlig entspannt mich zurückgelehnt und dann wurde es ja wieder ein bisschen Eintracht-esk. Man hat dann tatsächlich das 3:1 kurz vor der Halbzeit noch gekriegt. Gut. Hat Kabak schön gemacht, wie er den rübergelegt hat. Baumgartner köpft ihn halt rein. Dachte ich mir, naja gut, 3:1, musste noch keine Angst haben. Dann ging es in die Halbzeit. Die kommen aus der Halbzeit zurück. Es dauert irgendwie 30 Sekunden, 46 Spielminute. Wenn die Bären okay, wir singen erst eine Runde. Tanzen, müssen sie sich umdrehen. Tanzen, tanzen, Kolo, tanzen, tanzen. Ja, vielen Dank, Jörg. Ich war einmal Kolo tanzen. Also Kolo hat öfters getanzt an dem hast Tag. Du ruhig gemacht, ich war es zwar nicht. Ich schippte mal an Frank. Ich wollte es gerade machen und dann ist schon gelaufen. Verdammt. Aber genau das Gleiche. Hab der Frank war's. Ja, aber da haben wir einen Sendungstitel ja auch gleich. Da kann man gleich einen Haken drunter machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jörg. Also, einmal den Kolo tanzen. Frank, den habe ich mir gestern auf dem Halbweg verkniffen. Nach der Abmoderation können wir direkt ins Bett gehen, weil der Sendungstitel ist gerade so, so betoniert worden. Das geht gar nicht besser. Okay, kommen wir nochmal zu dem Spiel zurück. 46. Minute, Kabak, der Depp macht das 3:2. Und dann Augsburg, war der Moment, die zweite, wo ich gedacht habe, es waren wieder 30 Sekunden oder irgend sowas, ne? Ja, irgendwie 33 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Ich habe mich zurückgelehnt und habe gedacht, scheißen Dreck, jetzt haben sie mich wieder. Die Diva ist wieder da, jetzt kann sie wieder zittern bis zur 90. Minute. Ist aber nicht so, weil die tatsächlich dann wieder eine Schippe draufgelegt haben, wieder zum alten Spiel zurückgefunden haben, TSG wieder reingedrückt haben und dann wieder Vorbereitung Kolo Muani, Lindström haut einen geilen Schuss raus, zack, 4:2 und dann war das Ding einfach durch. Dann hat sich die TSG, die hat auch noch 2-3 Chancen gehabt, aber das war auch nichts Hochkarätiges. Wir hatten mindestens noch 3-4 Hochkaräter, die wir hätten machen können. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir so viele 100-prozentige rausholen, wie wir es jetzt tun, dann ist es eigentlich auch schon fast egal, dass wir nur die Hälfte reinmachen. Fast egal. Das, ich sag jetzt mal, wenn du gegen Mannschaften, die jetzt nicht so toll drauf sind, das nutzt, ist das okay. Wenn du das halt irgendwie, wir haben es ja gesehen, in der Champions League nicht machst, das geht halt schnell nach hinten los. Also. Ja, sicher, das musst du jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, wenn ich das so sage. Wir hätten das Ding auch 8:2 gewinnen können, ganz ehrlich. Ja, aber die Quote, vor allen Dingen bei Kolo Muani und Lindström, wird halt gefühlt größer. Also gefühlt ballern die jetzt nicht mal jeden zweiten oder jeden dritten, vierten Schuss daneben, sondern nur mal jeden zweiten. Also du siehst ja auch da, dass da Steigerung da ist und jetzt müssen wir nur hoffen, dass das Ganze am letzten Spieltag von der, es ist ja noch nicht fertig, die Hinrunde, aber vor der Wüstenpause, dass das noch funktioniert und dass wir das Ganze dann ins nächste Jahr mitnehmen, aber da kommen wir ja dann eh noch hin.
Und ja, auch da wieder, also über 70% Passquote. Über 80. Knapp 80%, wieder mehr Ballbesitz, da wollte ich eigentlich hin. Zweikampfquoten schauen auch immer besser aus. Also da gewinnen wir jetzt auch mehr mittlerweile, als was wir verlieren. Das ist auch gut, weil das war ja, oft so dieser Bottleneck. Digga, die Laufleistung, das musst du dir mal überlegen. Nach den Spielen, die sie schon runtergerissen haben, nochmal 122 Kilometer zu rennen. Ja, das machst du das nicht. Also ich weiß nicht, wo die das hernehmen. Die ja, Klasner weiß es aber auch nicht, selten. Hat er in der PK gesagt. Er hat auch selber keine Ahnung, wie sie das machen, aber irgendwie kräht's scheinbar. Habt ihr das in der, wo war's denn, Sportschau, da haben sie es gezeigt. Habt ihr da mal auf Glasner auch Mimik geachtet beim 2-0 und auch beim 3-0? Der kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Der hat selbst da gestanden, hat zu seinen Co-Trainern geblickt und hat gesagt, was machen die da? Nein, nicht. Das habe ich nicht gesehen. Also guck mal, wie gesagt, Sportschau in der Zusammenfassung, da hat er genau den gleichen Blick gehabt wie die 50.000 im Stadion. Das erklärt aber das frühe Gegentor. Wahrscheinlich hat er seine Pause zusammengeschissen, dass sie sich nicht an den Matchplan halten. Macht's nochmal spannend. Die Leute wollen ein bisschen zittern im Stadion. Die Leute zahlen doch Geld dafür. Du gehst doch auch nicht in so einen Horrorfilm und dann siehst du da nur Comedy laufen. Ich meine, was ist denn das? Busy Action. Das gibt euch auch ein busy Kick, weil wenn es nicht funktioniert, wie wir das jetzt glauben, gnade euch irgendwer. Aber Charlie Körbel hat es ja auch in der Halbzeit gesagt. Er sieht momentan, außer die Bayern, keine Mannschaft, die besser ist als die Eintracht. Ganz ehrlich. Und auch Dortmund hat den Platz hinter uns wieder eingenommen, da wo sie hingehören. Ja, das ist richtig. Und ganz ehrlich, wir kennen alle noch, wir sind ja schon ein bisschen älter, wir kennen noch Fußball 2000 in den 90ern, bla bla bla. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir sehen gerade die beste Eintracht, die es jemals gab. Und das ist witzigerweise noch, oder erschreckenderweise eigentlich, noch Luft nach oben. Das ist das, wo ich dann Angst kriege und mir denke, wenn die jetzt Großteil der Spieler ersetzen können, die dann gehen werden oder halten können und noch weiter nach oben bringen, wo sollen das anders enden außer Triple? Himmel. Dann explodiert aber einiges. Oder bin ich da ganz alleine auf meiner eigenen Insel mit diesen schrägen Gedanken? Also nee, ich bin da bei dir. Ich will meine 30.000 Euro für meinen 1 Euro haben, die ich drauf gesetzt habe, dass Frankfurt deutscher Meister wird und die Champions League gewinnt. Also bitte, da müssen sich Jungs mal anstrengen, dass ich auch was von habe. Ich habe aufs Triple 1 Euro gesetzt, das wären 100.000, weil Tipico nicht mehr auszahlt. Okay, ich hab nur die Champions League und die Meisterschaft genommen. Die DFB-Pokal habe ich mir in dem Fall geschenkt. Die reichen auch 30.000, ich nehme die auch, ist okay. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn die jetzt wirklich anfangen, diese Torquote noch hoch zu bekommen bei Muani und bei Lindström, wenn die wirklich diese 100% da noch reinmachen, die sie ja fast schon in Reihe haben, ja dann gut Nacht, dann weiß ich nicht, wo das Ganze noch enden soll. Ich krieg das gar nicht mehr in den Kopf rein. Ich meine, das ist man nicht gewohnt, das kennt man so nicht. Das musst du erstmal geistig verarbeiten als langjähriger Eintracht-Fan, was da gerade alles passiert. Das wird ja immer mehr. Ja, und ich tue mir schon schwer. Ich meine, klar, natürlich, wir wissen wenigstens, wo wir herkommen. Ja, und wir wissen auch, wie die andere dreckige Scheißseite ausschaut von dieser Medaille. Aber ich tue mir gerade extrem schwer, dass ich sag mal, emotional mal sag, okay, ich fahre jetzt mal runter. Wir hatten auch mal die Zeit um 2010 herum, wo oder Zeiten, wo es dann geheißen hat, okay, keine Ahnung, ob ihr eine Lizenz kriegt in 3 Stunden. Aber da kann ich mich gar nicht mehr runterbringen so weit, weil ich mir denke, nein, das ist aktuell gar nicht möglich. Ich habe mir heute gedacht, ja, das läuft jetzt, aber wir hatten auch die Rückrunde der Schande. Und das kann ich mir nicht mal vorstellen, dass das ansatzweise passieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht wieder, wie jedes Mal, am Anfang der, ich nenne es jetzt mal Rückrunde, vielleicht wieder ein bisschen holprig ist. Aber das holst du ja hinten nach wieder zum Großteil rein. Klar, du, was du vorne verlierst, kannst hinten nicht mehr aufholen. Aber
ich komme gar nicht mehr so weit runter, dass ich sage, naja, die Eintracht, ja, wir wissen eh, wie sie ist. Ja, dann verkackst du halt mal ein Spiel, wo du dir denkst, ja, eigentlich nicht, aber war klar, aber wir reden hier von wir könnten uns zumindest vorstellen, dass wir mindestens einen Titel holen in dieser Saison. Schon wieder. Ja, da wurdest du früher ausgelacht mit, ja, dann mach bitte deine PlayStation aus, wenn du den DFB-Pokal gewonnen hast. Und jetzt kann das ja. Alles, ist das alles nah. Ja, Jörg, es ist halt auch einfach so, ne, was du umschreibst, die Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich kolossal. Rückrunde der Schande. Skibbe war einer der größten Hochstapler. Wenn du dich an all die Sprüche zurückerinnerst, die er gelassen hat, selbst als sie völlig erfolglos rumgekrabbelt sind, wie toll sie doch sind. Heute ist das anders. Na, also heute spricht der Glasner auf einem ganz geerdeten Level über sein Team und die guten Leistungen und der dreht nicht hohl. Das macht's doch auch schon wieder aus, deswegen du keine Angst haben brauchst. Ja, oder dieses ewige, wir kennen Harry noch, laut der TV-Tabelle und bla bla, ja, also da müssen wir immer schauen, dass wir schnell 40 Punkte holen und mehr wie Platz 12 ist nicht drin und natürlich haben wir mal einen Ausreißer. Harry, schau, jetzt. Klar hast du das Fundament gesetzt, dass wir überhaupt halbwegs liquid waren, aber es geht auch anders. Vielleicht mal doch ein Risiko eingehen. Nicht nur, ja, nein, das können wir nicht machen. Danke, aber es geht anders und ja, wir wissen langsam, wie sich vielleicht auch mal so ein, klingt jetzt blöd, so ein Bayern-Fan fühlt, der das vielleicht nicht permanent macht oder keine Ahnung. Irgend sowas in der Richtung. Boah, ja, ich glaube, das sind wir noch ganz. Ja, vor Bayern-Fans sind wir aber noch ganz weit weg, Digga. Nein, aber dass du auf da will einer. Ich auch nie hin. Nein, aber dass du auf so einer Welle mitschwimmst, dass nicht nur Leute, die sagen Traditionsfußball hin und her, sondern dass einfach irgendwelche fremden Leute oder sowas, die sehen dich, du rennst rum mit einem Eintracht-Rucksack und dann sagen die, hey, geiles Spiel, gehst du, du kennst die Leute nicht mal. Dass du denkst, okay, ja, danke, nehme ich. Das ist schräg. Ja, das ist ja gerade der Punkt, weißt du, diese Euphoriewelle, auf der wir jetzt seit 5 Jahren dahin reiten. Du warst es ja eigentlich gut, du hast immer gedacht, okay, jetzt sind die weg, das war's jetzt. Und dann gab es wieder einen drauf. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt haben wir das gewonnen, das war's jetzt. Und dann kam die Europa League und du denkst so, scheiße, was passiert hier eigentlich? Aber das muss es jetzt halt gewesen sein. Es kann nicht immer so weitergehen. Und dann setzen die noch einen oben drauf und ich weiß halt nicht, wo das Ganze enden soll. Und das erstmal zu begreifen, das ist halt alles nicht so einfach. Ich nehme es hin und freue mich. Ja, aber ich wünsche mir erstmal, ich bin jetzt froh, dass diese Fuck-WM, die ich nicht gucke, dass da erstmal irgendwie 3-4 Wochen überhaupt kein Fußball an mich rangeht, dass ich das Ganze erstmal verarbeiten kann, was da überhaupt jetzt in der ersten Hälfte der Saison passiert ist. Vielleicht bist du ja am Sonntag nochmal geerdet. Ja, ich hoffe nicht. Ich wünsche mir dann schon, also dass das jetzt wegen dem Thema Bayern, jetzt eskaliert der Chat. Ich wünsche mir aber schon, dass da zwischendurch vielleicht auch mal eine Saison kommt, wo du sagst, okay, ich bin jetzt nur 6. Achter meinetwegen, so ein Jahr Pause, wo du sagst, okay, jetzt kann ich gesichert irgendwas umbauen oder sowas, zum Runterkommen. Weil wir kennen das halt nicht mit permanent und es geht immer weiter und weiter, sondern ja, okay, es ging mal 1,5 Jahre weiter und dann sind wir halt wieder kurz vorm Sterben. Aber ihr wisst eh alles, was ich meine. Das wird auch mal wieder passieren. Ja, ihr wisst eh, was ich meine. Und jetzt kommt dann eh die Wüstengeschichte irgendwann. Aber vorher geht's ja noch weiter zum Abschluss. Und zwar hoffen wir mal, dass auch dieses Mindset passt gegen die Clowns vom Rhein. Tabellenelfter und wir vom Platz 4. Am kommenden Wochenende. Korken hat es eben angesprochen. Wie glaubst du denn, wird das passieren? Der bei Korken durchkommt.
Was wird da passieren? Wie hoch werden wir gewinnen? Fragen über Fragen, und der Thorsten kann uns alles beantworten, hoffentlich. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Mein vor mir sitzender Dauerkartennachbar Felix, Grüße gehen raus, der sagte nach dem Spiel nur: Warum sitzt der Sonntag vor dir um die Uhrzeit? Warum habt ihr eine WG? Solange er vor dir sitzt und nicht kniet, alles gut. Alter. Also, der sagte nach dem Spiel nur: am Sonntag machen wir dann Mainz, Frankfurt 0-5. Und damit ist alles gut. Also, du gehst von einem souveränen Ding aus, und wahrscheinlich, also an der Aufstellung würde ich jetzt gar nichts mehr rumbasteln. Nein. Guck mal, wir machen das seit jetzt. Überlegt mal, wir können jetzt denselben Spruch machen wie die letzten Wochen. Seit 17, 12 und 80 Tagen erzählen wir, wir haben so viele englische Wochen vor uns, das werden die nie packen. Jetzt ist noch ein Spiel übrig. Eins. Und sie haben jetzt, was die Leistung betrifft, letzten Endes sich ein einziges Mal das Ding in Bochum, den richtigen Ausreißer, ne, eingefangen. Der wird mit voller Kapelle da reingehen, mit der gleichen Kapelle wie am Mittwoch. Vielleicht kommt Rode für so, vielleicht auch nicht. Also die Frage ist einfach nur, in welcher Reihenfolge kommen sie. Und dann spielen die das Ding so zu Ende. War ja ein bisschen angeschlagen oder so. Ja, Rode ist hoffentlich Rode, dann wieder Rode, fit. Rode, also, ja. Aber nichtsdestotrotz. Und dann, die werden da nochmal alles reinwerfen. Hat ja ganz kurz, der hat ja auch im Interview, also Klaassen hat ja im Interview gesagt, dass er Rode schont gegen die TSG, weil er ihn gegen Mainz braucht. Ja, weil Mainz wahrscheinlich wieder so ein Kampfspiel wird wie Augsburg, weißt du? Da hast du wieder hinten ein Bollwerk stehen, das du ausspielen musst. Da wird dann die Kampfsau Rode wieder brauchen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, letzte Saison haben wir doch auch das erste Mal wieder in Mainz gewonnen, oder? Hat Glasner nicht da diesen Bann endlich gebrochen, dass wir endlich mal in Mainz siegen konnten? Es war überhaupt das erste Ligaspiel meines Wissens, was wir in Mainz gewonnen haben. Ich glaube, also, ich glaube, es war das allererste. Und Spiele in Mainz sind immer schwierig. Ich hatte ja auch schon das eine oder andere Vergnügen, mir dort Spiele anzugucken. Na, warst du nicht jeder auf dem Stadion oder so? Ja, klar. Ja, also jetzt letztes Jahr war ich nicht im Stadion, aber das Jahr davor war ich im Stadion und schon diverse andere Male. Und das ist nie vergnügensteuerpflichtig gewesen, dazu zu gucken. Aber das waren auch noch komplett andere Mannschaften. Und Mainz hat jetzt gegen Schalke verloren. Also das müssen wir uns halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Offensichtlich haben die nicht so den berauschenden Lauf gerade. Nein, die sind die ganze Saison schon so ein bisschen seltsam unterwegs. Also 18 Punkte, 5 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, minus 5 Tordifferenz. Also da ist schon was möglich. Die sind da, wo wir immer hingehört hätten, laut Herre. Nochmal, danke für nichts. Also mit den Ambitionen, die wir jetzt haben und wie wir jetzt spielen, sollten wir auch Mainz schlagen. Zudem sind massig Frankfurter im Stadion, weil es ja da wohl einen Ticketing-Fehler bei Mainz 05 gab. Und die kräftig die Tickets dann in den offenen Verkauf gegeben haben und natürlich die Frankfurter zugeschlagen haben. Sie sich Barcelona Gate 2? Ja, ist tatsächlich. Also, ist tatsächlich so. Obacht, Mainz hat Mainz verkauft schon immer offen. Wenn sie halt so langsam waren, haben sie Pech gehabt. Dumm gelaufen. Auf jeden Fall werden über 10.000 Frankfurter erwartet. Die Mainzer sind ja schon so weit, dass sie die Mainz 05-Fans warnen, in der Mainzer Altstadt ihr Trikot zu tragen, weil sie ja solche Angst vor uns haben. Da könnt's ja sofort auf was auf die Fresse geben. Da denke ich mir auch, Jungs, was glaubt ihr eigentlich, wer wir sind? Als hätten wir das die nötig. Frage also ist, ich weiß nicht, was die haben. 10.000 Frankfurter, schalalala. 10.000 Frankfurter, schalalala. Ja, jetzt rechne mal, in das Stadion passen, also dieser komische Betriebshalle mitten am Acker, 33.305 Zuschauer. Also, wenn du da ein Drittel drin hast, vielen Dank. Viel Spaß damit. Ich meine, die Frage ist halt, wie kriegst du die ganzen Leute dahin bei dem Mini-Parkplatz, den die da haben? Stellt sich halt am Acker vom Bauern Hubern. Geht schon.
machen wir halt ein Heimspiel draus. Ja. Also ich denke mal, wir haben da ganz gute Chancen, das zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass wir wieder in diesen alten Bochum-Trott verfallen und denken, wir machen das mit links. Ich glaube, daraus hat man wirklich gelernt. Und man wird auch Mainz 05 entsprechend ernst nehmen. Und wenn sie nur die Hälfte von dem spielen, was sie gegen Hoffenheim gespielt haben, dann haben die gar keine Chance. So, übrigens, ich bin jetzt einfach mal so. Einige kommen im Schiff, ja. Die brauchen keinen Parkplatz. Siehst du. Das außerdem. Gut, die ersten Tipps sind schon gelaufen im Chat. Und zwar Hühnchen 0-2, der Chris 1-4 und die Regine ein 0-3. Was kommt denn von euch? Der Korken hat gemeint 0-5 oder was? War das ernst gemeint? Oder? Ich nehme das von Felix, schreib das auf. Okay. Hast du jetzt nochmal das Gründungsdatum aufgeschrieben oder was hast du? Also ich sag 1-3. Eins schießen die zu Hause gegen uns immer. Wäre auch mein Tipp gewesen, weil eins gönnen wir den Gegner ja immer. Von daher, da wird Tutor schon mal nicht wie den Dreck beitreten unter dem Nagel, oder die Jakic mal aufpassen. Halt trotzdem eins. Gönnen hat damit. Ja. Genau. Das ist. Kannst du. Also ich habe auch ein 1-3. Okay, ich gönne mir ein 1-4 für uns. Da gehe ich immer ab. Kriegst mit bei. Ja. Wenn man das so zusammenrechnet, sind wir da ungefähr bei einem 0-12, dann kommt das schon ungefähr hin, so ein Querschnitt. Gut, dann haben wir das auch aufgeschrieben und Tipps zu dem TSG-Spiel waren übrigens alle ergebnistechnisch falsch und tendenziell fast alle richtig. Mehr sage ich dazu nicht. Gut. Dann haben wir das prinzipiell auch. Und jetzt geht's ja dann langsam los mit dieser Wüstengeschichte, wo ja auch der ein oder andere Spieler von der Eintracht mit dabei ist. Jetzt hat die Welt endlich ihre Ruhe. Ja, Götze fährt mit zu dieser WM. Ich bin ja nur froh, dass er sehr, sehr, sehr gereift ist und dass dieser ganze Hype, der jetzt da um ihn rum explodiert und auch da unten explodieren wird, dass das hundertprozentig an ihm wie an Superman so einfach nur abprallt, so ptium, ist mir egal, labert, was ihr wollt, lasst mich in Ruhe. Und wenn einer mit Kryptonit Kaffee kommt, und aus. Ja, dann schmeißt sich der Tor dazwischen und fertig. Das muss man jetzt mal machen. Wenn irgendwer daneben dran Fußball schaut bei der WM, heißer Tipp, wenn der Nachbar Fußball schaut und der Tor schreit, einen Hammer nehmen, rübergehen, klopfen und sagen, ihr habt gerufen. Funktioniert auch. Oh Mann. wollen wir kurz drüber reden, über die Leute oder die Spieler, die da hin dürfen, können, müssen. Abgesehen, dass im Eröffnungsspiel wahrscheinlich dann Götze und Kamada gegeneinander spielen. Das wird lustig. Jeder kennt den Laufweg vom anderen. Oh. Das wird spaßig. Oder was habe ich heute zu dir gemeint, Mude? Die spielen, nehmen sich dann den Ball und spielen dann alle anderen 20 einfach aus. Miteinander. Einmal linkes Tor, einmal rechtes Tor. Spielen dann zusammen. Das war Training. Ja, ganz ehrlich, diese WM geht mir gnadenlos am Arsch vorbei. Ich hoffe einfach, dass alle gesund, die da hinfahren, gesund zurückkommen, sich keiner verletzt und ansonsten lass uns da einen Haken dran, Mann. Ich will da nicht drüber reden. Na, es ist ja auch dieser Hype jetzt nach dieser Auslosung für die Champions League, wo jetzt alle so, oh ja, und dann, boah, das wird schon schwierig gegen Napoli. Ja, das ist in 3,5 Monaten, Leute. Wir müssen mal schauen, kommen alle heim, alle heil nach Hause. Wir haben ein Transferfenster dazwischen. Keine Ahnung, vielleicht dreht sich die Welt auf einmal in die andere Richtung und wir werden alle jünger, was weiß der Geier was. Ich glaube, da reden wir am besten erst drüber, wenn es soweit ist. Was wir noch aktuell reden können, ist, dass die Eintracht im November nach Japan reist. Bitte. Ja, nur kurz zu Napoli. Wer diesen Doppelhenkel-Bembel gewinnen will, muss er alle schlagen. Reihenfolge beliebig. Also so what? Richtig. Und wenn du dir diese Spielpaarungen also generell anschaust, ja, da sind halt auch einige Finalspiele dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Liverpool, Real, Bayern, PSG, das könntest du doch im Finale stehen haben.
theoretisch. Also da gibt es nichts mehr, was irgendwie ansatzweise leicht ist, weil sonst wären die Mannschaften nicht da, wo sie stehen. Und wenn Liverpool nur Zweiter geworden ist in der Gruppe, hat das schon Gründe. Das macht er ja nicht aus Kalkül. Und ich glaube, es hätte auch nichts gebracht, wenn wir in Lostopf 1 gewesen wären, weil dann hättest du wahrscheinlich Liverpool gezogen. Das ist halt mal eine andere Hausnummer. Also Leipzig-Man City finde ich eine schöne Paarung. Ja, könnte knapp werden. Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, also übrigens, warum nicht? Der Mario, der Super Mario, hat einen Instagram-Post abgesetzt, wo er auch gesagt hat, es ist natürlich eine große Ehre und selbstverständlich muss man das differenziert betrachten. Ein Fußballspieler will erstmal Fußball spielen und empfindet es als eine Ehre, nominiert zu werden und bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Und ich meine, er kann ja nur das Lied schlechthin davon singen, ja, was das bedeutet, und wie man sich bei einer WM unsterblich macht. Aber was ich bei ihm wenigstens okay fand, ist, dass er noch eine differenzierte Betrachtung dazu geschrieben hat, so frei nach dem Motto, ja, aber selbstverständlich werden wir das nutzen, um über die Missstände, die dort vor Ort sind, auch zu reden. Selbstverständlich werde ich als Fußballer nicht Nein sagen, wenn ich da nominiert werde. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das erwarte ich auch im Zweifelsfall von keinem wirklich, weil das ist letzten Endes ihr Job. Ist ja sein Job. Und wir machen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Dinge, wo wir nicht 100% dahinter stehen. Klar, das ist eine Dimension, die ist so absonderlich. Aber zumindest finde ich, dass er nicht einfach nur die Jubelarie gefahren hat, so nach der Art, geil, ich bin wieder bei der Nationalmannschaft nach 4 Jahren, sondern dass er das direkt genutzt hat, um einen sehr differenzierten zweiteiligen Kommentar dazu abzugeben. Und das fand ich schon mal bemerkenswert erstmal. Wer auf LinkedIn ist, der kann Mario Götze auch dort folgen. Und nachdem das eine Business-Plattform ist, gibt es dort natürlich auch anderes Wording, und da hat er sich auch schon hin und wieder dazu geäußert, dass er halt sagt, ja, beruflich muss man hin und wieder, wie du richtig eben gesagt hast, Frank, in den sauren Apfel beißen und manchmal Sachen machen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich nicht das, für was ich stehe, aber menschlich gesehen ist das halt katastrophal, also beruflich Hut ab, menschlich Hut auf, ja, also sehr gut, was er da rauskommuniziert. Also wie gesagt, aber auf LinkedIn kann man folgen, wenn man dort ist. Wollen wir mal kurz überlegen, wer jetzt eigentlich ist. Kamada, klar für Japan. Wir haben Lindström, der für Dänemark nominiert ist. Wir haben So für die Schweiz. Wir haben Trapp und Götze für Deutschland. Wir Jakic, haben Kroatien. Jakic für Kroatien, genau. Mühani ist nicht, ne? Smoltenberg, glaube ich, auch, oder? Nee, Mouani ist nicht dabei. Genau. Lass mich kurz schauen. Ich glaube, das war's dann auch. Ja, ich glaube, für Frankreich sind beide von uns nicht nominiert worden, aber die haben natürlich halt auch einen Kader, der ist ja auch unfassbar. Aber die kriegen ihre Zeit, Ebimbe und Mouani, keine Sorge. Ja, die sollen ja auch irgendwie langsam erstmal herangeführt werden an diesen Blödsinn, so wen haben wir, ja genau, Trapp, Götze, Deutschland, Daichi Kamada, Japan, Jakic, Kroatien, Gibi für die Schweiz und Dänemark, der Joppe. Mehr ist nicht, ist eh schon genug. Reicht. Können wir nur hoffen, dass sie alle gesund zurückkommen. Ja, und sich, so wie Götze, eben halt auch über die menschlichen Aspekte auch mal äußern, ohne dass man jetzt dann gleich irgendwie, dass irgendwas explodiert oder sowas um die Person herum, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da war ja jetzt auch so eine kuriose Geschichte, dass da irgendwie von dem Mediensprecher oder sowas, dass der auch irgendwie gemeint hat, dass eben irgendwie Homosexuelle ganz, ganz schwierige Menschen sind, um es mal nett auszudrücken. Und auf einmal ist diese Pressekonferenz abgebrochen worden. Schwul sein ist eine geistige Krankheit. Eine Krankheit des Geistes, hat er gesagt. Ja, und auf einmal war die PK kaputt. Alter, bitte. Also. Ja, klar. Aber da unten ist doch alles gut. Also die drei Leute mit Arbeitsunfällen. Ah, mein Gott. Warum reden wir jetzt trotzdem über diesen Wüstenmist? Oh Gott, die drei, die ja vom Gerüst gefallen sind.
Ja, eben. Lassen wir es doch einfach sein. Schweigen wir es tot. Genau. Also, ich kann dazu sagen, bei mir wird es eine komplette Verweigerungshaltung geben. Ich werde mir keine Spiele angucken dazu und würde es auch zweifelsfrei begrüßen, wenn wir uns hier nicht drüber unterhalten. Wir müssen dann eh erstmal, glaube ich, auskaspern, was wir die 2 Monate so veranstalten. Ja, wir haben ja noch die mir Frauen. Ist ja nicht langweilig, weil ich habe ja, ehrenvoll die Einladung bekommen, im Eintracht-Blog was ins Papier zu rülpsen. Also insofern. Ja, passt und ich gehe mal davon aus, dass wir uns nächste Woche so oder so nochmal hören, weil Mainz hätten wir noch vor der Brust. Natürlich. Ja, und wir aber haben die. Minimum noch eine Woche. Und wenn es nur kurz ist, also ich habe jetzt mal auf unserer Webseite die ganzen Termine eingetragen, auch da, wo wir wahrscheinlich donnerstags senden werden, weil es geht ja dann gleich ist schon im Januar oder erst Anfang Februar, was auch schon scheißegal ist, geht es ja gleich mal los mit einer englischen Woche oder mit 2. Vielen Dank. Also es hört nicht meine auf. 21. Januar geht es dann weiter, oder? Mit Schalke, oder? Ja, aber wir haben dann gleich irgendwie, dann ist eine Woche normal und dann ist, glaube ich, schon wieder 2-mal englische Woche oder so wegen Champions League und DFB-Pokal und was weiß der Geier, was da alles ist. Schauen wir mal. Aber es sind jetzt mal die Termine auch noch für dieses Jahr eingetragen, weil eben die Frauen auch noch sind und vielleicht fällt uns ja irgendwas ein oder vielleicht möchte irgendwie ein Patreon mal vorbeikommen in die Sendung. Und dann können wir mal reden, wie so das erste halbe Jahr war. Also ihr seid recht herzlich eingeladen auf Patreon, wenn wir dann mal ein paar Infos draufstellen, wie ihr zu uns die Sendung kommen könnt, was ihr benötigt und so weiter und so fort. Außerdem haben wir ja generell noch andere Projekte, der eine oder andere. Wir haben einen Blog, verschiedene Podcasts, wo wir irgendwie was tun. Hin und wieder ist der Frank im Fernsehen. Schaut euch das Heimspiel im Loop an. Kann man nur empfehlen. alles kein Problem, kann man alles machen. Und es gibt ja dann sowieso noch Eintracht in Japan. Die werden da irgendwie 2 Spiele jetzt im November machen. Und ich denke mal, das wird dann auch zu irgendeiner unchristlichen Zeit um 3 Uhr in der Früh oder sowas auf Eintracht TV oder Sport 1 oder sowas. Rausgehauen und da spielen sie am 16. November gegen Urawa Red Diamonds und am 19. November gegen Gamba Osaka, wobei sich das eher anhört wie irgendwie so ein Hummergericht oder sowas. Einmal Gamba bitte. Die Nummer 13, Gamba Osaka bitte. Mit Reis oder geplatteten Nudeln? Mit Udon-Nudeln bitte. Ja, da wird einiges noch passieren und wie gesagt, die Frauen spielen ja auch noch gegen die Gummibärenbande und so weiter und so fort. Also, so schnell werdet ihr uns nicht so tun. Schnell und ja, vielleicht kommt wieder noch eine Weihnachtssendung und ach, was weiß denn ich, da haben wir jetzt diesmal Zeit, dass wir das verhauen können. Ja genau, alle Dauergäste aus dem Chat kommen vorbei, ja. Very warm welcome. Kommen Sie vorbei. Als ran, kein Problem, machen wir Interview. Und die Gäste werden nach Zufallsgenerator freigeschaltet, haben dann 5 Sekunden Zeit, was zu sagen. Und wer seine Chance verpasst hat, dann Pech gehabt. Es wird zwar eine sehr schweigsame Sendung, aber lustig wird es bestimmt. Ja, wir können das ja machen, wie diese, du Frank, du kennst das bestimmt, diese klassischen Startup-Pitches. Du darfst 3 Minuten klar, reden Elevator und 5 Minuten 3 Minuten Redezeit und 5 Minuten Q&A und danach auf Wiederhören. Wird einfach gemutet, weil wir sind die Mutanten, wie man am Anfang gemerkt hat. Schon ganz schön lang. Ja, das geht schon. Ja, und bitte nur Lobpreisungen, ansonsten werdet ihr stumm geschaltet, ne? Das ist auch klar. Wir werden dann ein Phrasenschwein machen für die Patrons. Ist eine gute Idee. Phrasenschwein. Und dieses Phrasenschwein wird sich dann am Patreon-Konto einfach, wird man das dann sehen. Das ist dann pro Phrasewitz um 3 Euro teurer. Das wäre doch auch eine Idee. Ihr haltet nichts davon, oder? Oh ja. Uns wird schon was einfallen. Irgendwie kriegen wir die Zeit schon rum. Und wenn wir auch nur Urlaub machen. Aber wir werden uns schon wenn wir nur Urlaub machen, das ist alles wurscht. Gut, wir gehen Richtung Ende zu. Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen? Außer dieses TZA im Livestream, also
im Re-Livestream, falls das kommen sollte, und Heimspiel beim Frank und alle anderen Folgen von uns und Patreon werden. Ich hab nix. Es gibt, glaube ich, in der ARD-Mediathek gibt es, glaube ich, wieder so ein, zwei nette Reportagen über Katar. Die kann man sich mal angucken, was da so wirklich passiert ist. Super gut recherchiert. Also empfehle ich mal für die, die immer noch denken, sie sollten sich das vielleicht angucken. Guckt euch erstmal das an und überlegt dann trotzdem nochmal, ob ihr wirklich gucken wollt. Gibt es in der ARD-Mediathek ein, zwei Sachen, die wirklich interessant sind. Ja. Aber ganz, ganz kurz, was wir noch nicht hatten, also ganz, ganz kurz nur, Hinti wurde jetzt offiziell verabschiedet. Ja. Ja, das haben wir noch gar nicht gehabt. Und seit heute ist Aurelio Buter im Mannschaftstraining zurück. Vielleicht recht fürs Wochenende. Yes, sir. Übrigens, wer Hintis Abschiedsrede sehen will, ich habe die gestern Abend getweetet. Ansonsten auch auf meinem TikTok-Kanal zu finden. In voller Länge, mit Untertitel. Die war ja nur 30 Sekunden. Auch also Übersetzung auf Hoch. Naja, wenn du 30 Sekunden lang durchtanzt, bist du auch müde. Auch übersetzt also auf TikTok Hochdeutsch. Lustigerweise hat tatsächlich, naja, dann müsst ihr TikTok gucken, weil TikTok blendet ja bei solchen Reden dann immer die Untertitel ein. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe das nicht bestellt, aber gemacht haben sie es trotzdem. Ja, das ist manchmal sehr, sehr verwirrend. Aber ich suche mir diesen Tweet raus und dann knallen wir den nochmal drunter. Dann haben wir das, beziehungsweise bei Eintracht TV sehe ich gerade, ist das, glaube ich, auch drin. In den Shownotes wird irgendwas drinstehen, draufklicken, anhören und so weiter und so fort. Sonst noch irgendwelche Empfehlungen? Ich hätte noch eine Empfehlung. Ja, ich habe eine Serie, die nennt sich Reboot, ist oberlustig, haben meine Tochter und ich rein zufällig gefunden. Und zwar ist eine Comedy-Serie, geht darum, dass es hier irgendwie vor 20 Jahren so ungefähr eine Serie gegeben hat. Patchwork Family, Vater, Mutter, neuer Freund und Kind. Und irgendeiner hat dann die Idee, eine Autorin nach 20 Jahren die Serie weitergehen zu lassen. Mit denselben Darstellern. Oh Gott. Das ist jetzt also schon weird. Fand's mega lustig. Reboot heißt die Serie. Ist oberlustig. Wir haben echt viel gelacht. Ist viel Situationscomic mit dabei. Und insofern, das würde ich empfehlen können, die Serie. Gut. Ich meine, es ist Amazon Prime. Ich habe jetzt eben geschaut, Gockel sagt mir Hulu respektive Netflix. Aber wir werden das schon finden. Ja, auch möglich. Das Witzige ist, dass in der Serie praktisch Hulu die Serie neu auflegt. Ja, also ach, insofern okay. ist ein bisschen Perpetuum mobile. Also wir fanden es super lustig. Was? Es sind irgendwie 8 Teile, geht leider super schnell vorbei. Die erste Staffel ist dieses Jahr ist ganz nagelneu rausgekommen. Und wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Ist schöner kurzweiliger Zeitvertreib während der Spielpause. Also das Reboot The Guardian Code. Kann das stimmen? Nein. Okay. Ich schick dir den Link nochmal. Okay. Ah, nein, da unten. Da ist so ein Haus mit so irgendeiner, keine Ahnung, 23-köpfigen Familie davor. Und da ein Mikro. Also Castbild halt. Ich such's dir raus. Such's raus und dann haben wir's eine und dann läuft's, Alter. Korkovic, haben Sie noch was zum Sagen an Empfehlungen? Wir haben keine Empfehlung mitgebracht. Hast du neue Rezepte auf cocolores.me oder so? Doch, da wird sich bestimmt jetzt im Winter wieder was ergeben. Wintergrillen, Weihnachtsgrillen, kann ich nur empfehlen. Ich grill ja nie ab, also gut. Muss ich nicht angrillen, das wird immer gegrillt. Ist richtig, es gibt keine falsche Jahreszeit zum Grillen. Das gibt's einfach nicht, außer es regnet und da kann ich mich unter Dach stellen. Danke. Richtig. Ihr wollt heute nicht aufhören, ne? Es läuft doch heute gut. Heute ziehen wir es durch. Heute machen wir noch die dritte Stunde voll. 24 Stunden. Oh, Nico. Ich habe keine Empfehlungen. Oh, es ist Disney Plus. Dann waren wir ja fast richtig.
Disney Plus Exclusive ist es. Ich habe es gerade in den Chat reingepostet. Ich habe es gesehen. Ist Amazon oder ist Netflix? Ah. Gut, nehmen wir Disney. Disney Plus, haben wir ja gesagt. Naja, klar. Drei von drei. Ja, es sind, 3 von 3 sind auch 100. Gut, ich habe nichts zu empfehlen, außer dass ihr uns auf unserem brandneuen Mastodon-Account folgen könnt, weil Twitter ja gerade irgendwie ganz krass explodiert und da ganz, ganz schräge Sachen sind, aber die werden wir dann im Babsack-Podcast thematisieren. Hoffentlich. Mastodon zu finden, @adlerpodcast auf der Instanz hessen.social. Das kann man auch im Browser nochmal eingeben, hessen.social, und dort kann man uns finden. Und da haben wir auch schon ein paar Follower, das glaubt man kaum. Und es sind auch witzigerweise einige nach unserem Aufruf, dass wir da drüben sind, rübergekommen. Spaßig. Die sogar geschrieben haben, ja, ey, cool, wir sind jetzt auch da drüben, oder ich bin jetzt auch da drüben, danke für den Tipp, dass ihr jetzt da seid. Also haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, wo wir euch vollmüllen können mit unserem gefährlichen Halbwissen. Aber alle Informationen dazu findet ihr auf www.adler-podcast.net. Da sind alle Social-Media-Kanäle, wo wir irgendwie vertreten sind und Unfug treiben, vertreten. Aufgezeichnet, niedergeschrieben, reinprogrammiert, wie auch immer. Und wenn ihr da gescheit rumhackt, dann findet ihr auch die ganzen Informationen, wie ihr Patreon werden könnt und vielleicht jetzt in dieser Wüstenpause auch zu uns in die Sendung kommen könnt, wenn ihr wollt. Wir verlassen uns eigentlich drauf. Und ihr findet dort auch die Twitter und Instagram und was auch immer Mastodon-Accounts von uns. Ich sage jetzt mal sicherheitshalber nur die Twitter-Accounts, weil das noch immer die Hauptstellen sind, wo wir was rausposten. Das ist der Mulemeister für den Mule oder Markus oder wie ich ihn gerne nenne, Penner. Dann noch. Ja, er nennt mich auch, sondern darf ich das auch gleich jetzt recht für alle. Wer hier gerade ganz erzürnt war, das war der @sg_papa. Du hast mich doch noch nie erzürnt erlebt, wenn du das erzürnt nennst, du Scherzkekse. Eh nicht, aber lass mich doch. Du sollst doch nett rüberkommen. Du machst dir ein ganz falsches Bild von dir auf. Ich soll lieber nett rüberkommen. Ja, dann komme ich halt nett rüber. Na, komm halt nett. Na, geh weg. Komm mal weiter jetzt. Ja, ich mache ja schon weiter. Echt, das ist so. Mir fehlt der richtige Korkenzieher. Vielleicht kann mir der @Korken78 da helfen. Keine Ahnung. Ich möchte gerne in meiner Flasche sitzen bleiben, danke. Okay, dann bleibt da sitzen. Ihr findet mich unter @joe2go_, nur echt mit dem Unterstrich, ganz wichtig. Und dann kommen wir nächste Woche auf jeden Fall wieder. Die Termine, die jetzt mal angedacht sind, sind auf der Webseite schon eingetragen. Danke fürs Zuhören. Lasst Rezensionen da, Likes, was auch immer man alles machen kann, dass wir gut dastehen. Alles Schlechte brauchen wir nicht. Gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschö. Tschö. Tschüss, macht's gut. Gute. Korken, halt's Maul. Ich will jetzt ins Bett. Und ich bin's, wenn du dir es geht. 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 Und ich bin's, wenn du dir